Anti-Kommuna-Kanti, haben Sie jetzt gehört. Ganz herzlichen Dank für diese Einstimmung in unser heutiges Thema, in diesen heutigen Abend. Sie alle wissen es, morgen sind es genau 100 Jahre, dass in Sarajevo der damalige Thronfolger Österreich-Ungarns, Franz Ferdinand, ermordet wurde. Dieser Mord, dieses Attentat war, wie wir alle wissen, wie Sie alle wissen, der Anlass dafür, dass sich Europa in den Krieg stürzte. Ich glaube, man kann nicht anders sagen. Die Deutschen haben das am 1. August 1914 getan und alles andere als schlafwandlerisch, denke ich, sind sie auf diesen Krieg zugesteuert. Was hat Europa aus dieser selbstgemachten Katastrophe gelernt? Wenn man guckt, was die Kriegsgeschichte des 20. Jahrhunderts angeht, dann wird man wohl sagen müssen, nicht so arg viel. Und wenn man jetzt auf das 21. Jahrhundert, auf das aktuelle Geschehen schaut, ja, die Waffen schweigen auch in Europa immer noch nicht. Was tun, wie gehen wir mit diesem historischen Befund, wenn man so sagen will, wie gehen wir damit um? Ja, und in welcher Verantwortung stehen wir alle heute? Ich begrüße Sie ganz herzlich zur Diskussion dieser schwierigen Fragen heute Abend hier im Haus der katholischen Kirche. Mein Name ist Roland Wege, ich bin der Leiter des katholischen Bildungswerks. Ich freue mich, dass wir zusammen, ich nenne jetzt mal nur DFG, VK, eine ganze Reihe anderer Mitveranstalter, Unterstützer und Kooperationspartner sind auf unserem Flyer vermerkt, die will ich nicht aufzählen. Ich freue mich, dass diese Veranstaltung hier heute zustande gekommen ist. Hinweisen will ich Sie, das haben Sie beim Reingehen schon gesehen, eine ganze Menge Informationen, Bücher da hinten an der Wand. Da drüben ist auch noch ein Büchertisch von der Buchhandlung hier bei uns im Haus. Vielleicht finden Sie was, was Sie zu diesem Thema interessiert. Und mit diesem Hinweis gebe ich weiter an Roland Blach von der DFGVK. Dienstgesellschaft und bin Teil. Was ich seit einem Dreivierteljahr sozusagen mit dieser Veranstaltung, einer Veranstaltung, die morgen stattfindet auf der Straße, in der Königstraße, sozusagen befasst hat. Auch ich zähle jetzt nicht alle Gruppen auf, die stehen auf dem Flyer, hier sind so viele und ich bin begeistert, dass so viele hier an diesem Sommerabend hergekommen sind, um sozusagen diese Veranstaltung zu lauschen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei allen Referenten, die jetzt gekommen sind. Ich stelle sie in der Reihenfolge vor und übergebe anschließend gleich an den Moderator. Zuerst Ladies First, wo ist denn die Susanne Grabenhorst, Vorsitzende der Internationalen Ärzte zur Verhütung eines Atomkrieges? Angereist direkt jetzt aus Aachen. Dann stelle ich vor den Dr. Detlef Bald, angereist aus München, Historiker, der dann den Eröffnungsvortrag macht. Nebendran Jürgen Gresslin, Buchautor, war vor einem Dreivierteljahr schon mal da, Bundessprecher der DFGVK aus Freiburg. Dann mit Blick den weitesten Anreiseweg vielleicht, ne stimmt gar nicht, war vorher in Fellbach, Jan van Aken aus dem Bundestag, ehemalige Waffenexperte. Vielen Dank. So, das waren die Mitdiskutanten. Ich hoffe, ich habe niemanden vergessen. Nee. Das heißt, jetzt fehlt aber noch der Eggert Blum, der als freier Journalist und freier Redakteur, so habe ich es glaube ich gesagt, Journalist des SWR, hier heute zugesagt hat, alles zu moderieren. Ich übergebe an ihn und auch Dank dafür für die Zusage. Er kam extra heute aus Freiburg. Ergänzend zu den ganzen Materialien, die Veranstaltung hat natürlich ein klein bisschen Geld gekostet, 1,50 Euro ungefähr. Das heißt, wir freuen uns, wenn natürlich hinterher auch beim Rausgehen, nachher gehen Spendenkästchen rum, auch ein bisschen Geld reingeworfen wird. Ich an der Stelle sage es für meinen Teil, übergebe an Eggert Blum und wünsche einen sehr informativen, bewegenden, vielleicht auch Abend mit dem Gewehr hier vorne. Tolle Einführung fand ich, war das durch. Ja. War das durch den Chor vorhin? Freier Mitarbeiter bin ich nicht des Südwestrundfunks insgesamt, sondern von SWR 2 und am häufigsten der Diskussionssendung SWR 2 Forum. Morgen, das war bis vor 3 Tagen immer noch nicht klar, ob nun morgen für den Gavrilo Princip in Belgrad ein Denkmal enthüllt wird oder nicht. Das ist also offenbar immer noch umstritten. Er galt ja in der jugoslawischen Zeit als
heldenhafter Proto-Jugoslawe, sagen wir mal. In Sarajevo wird morgen ein großes Konzert der Wiener Philharmoniker stattfinden, ein Versöhnungskonzert, zu dem aber die Politiker aus Serbien und aus der bosnischen Republika Srpska abgesagt haben, weil vor dem mit österreichischem Geld wieder aufgebauten Rathaus eine Plakette hängt, auf der an die serbischen Verbrechen im Post-Jugos- oder im jugoslawischen Bürgerkrieg erinnert wird. Also die Dinge sind alle noch sehr aktuell und umstritten. Zum Ablauf heute Abend, ich gebe Ihnen jetzt mal einen kurzen Überblick. Detlef Balt beginnt mit einem Referat über den Ersten Weltkrieg. Danach gibt es ein musikalisches Zwischenspiel. Dann werde ich Susanne Grabenhorst, Jan van Aken und Jürgen Gresslin einige Fragen stellen und darauf folgt dann eine Podiumsdiskussion. Und anschließend an die Podiumsdiskussion wollen wir Sie als Publikum dann auch mit einbeziehen. Ich darf Ihnen jetzt noch mal ein paar Worte zu Dr. Detlef Balt sagen. Er ist Politikwissenschaftler und Zeithistoriker. Sein Schwerpunkt ist eigentlich eine kritische Geschichte des deutschen Militärs im 20. und auch im 21. Jahrhundert. Er wurde promoviert mit einer Arbeit über die Kolonie Deutsch-Ostafrika. Detlef Balt war bis 1996 wissenschaftlicher Direktor am Sozialwissenschaftlichen Institut der Bundeswehr in München. Sowas gab es auch. Das ist inzwischen aber auch eingeordnet. Er arbeitet noch an vielen Projekten mit, ich habe es mir aufgeschrieben, wie das genau heißt, am Hamburger Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik. Und von seinen zahlreichen Publikationen, alle kann man überhaupt nicht aufzählen, das wäre viel zu lang die Liste, möchte ich hier eine nennen, nämlich seine kritische Geschichte der Bundeswehr, erschienen 2005 im Beck Verlag. Ein Standardwerk, würde ich mal sagen. Er lässt sich bei seiner Kritik an der real existierenden Bundeswehr nicht verbiegen. Das hat ihm einmal auch einen Lehrauftrag gekostet. Und nun bitte ich Sie, Herr Balt, unserem kurzen Gedächtnis zum Ersten Weltkrieg etwas aufzuhelfen. Vielen Dank von mir. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für diese freundlichen Einführungsworte. Und ich möchte den Veranstaltern meinen Glückwunsch aussprechen, dass sie sich zu diesem Thema herangewagt haben, um das, was heutzutage auch gerne vergessen wird, wenn wir über 1914 reden, doch auch kontrovers zu diskutieren und damit auch Licht in unsere Vergangenheit zu bringen. Ich habe meine Ausführungen überschrieben mit 100 Jahre 1914 zur Erinnerung in der Gegenwart. Das Jahr 1914 erinnern wir heute. Woran denken wir am Vorabend des Attentats von Sarajevo? Natürlich denken wir an den Anfang des Ersten Weltkrieges. Denken wir auch an 1918, an Revolutionen und Bürgerkrieg oder an Faschismus, den Nationalsozialismus mit seinen grandiosen Militär- und Machtfantasien, an den Zweiten Weltkrieg, die Kapitulation 1945. Dieser Juli 1914 fesselt gegenwärtig mehr denn je gesellschaftliche und politische Interessen. Die Ungeheuerlichkeit dieser historischen Zäsur schien lange Zeit vergessen, überlagert von der Monstrosität der Verbrechen und dem Verlust der Vernunft im Regime des Adolf Hitler. Daher diese Aktualität von 1914 heute, dass wir die Geschichte weiter begreifen. Ich möchte in einem kurzen Einleitungskapitel etwas zur Verantwortung für den Krieg sagen. Danach zur Ideologie der Kriegsfähigkeit und anschließend zum Krieg selbst, etwas natürlich nur ausschnittweise und danach einige Gedanken dazu. Die Verantwortung für den Krieg. Kriegsbegeisterung oder die Materialschlachten des Weltkrieges dürften kaum der Grund für die Aktualität von 1914 sein. Der gegenwärtige Streit um die Ursachen des Krieges kann mehr aussagen. Er hat sich wie auf leisen Sohlen ins deutsche Bewusstsein geschlichen über ein Buch, dessen Titel die Ursachen des Krieges als zufälliges Geschehen erklärt,
als unbedarft unglückliches Schlafwandeln einiger Politiker Europas, die eigentlich ungewollt in den Krieg hineinschlitterten. Christopher Clark ist der prominente Vertreter dieser Interpretation von 1914. Er hat zwar eine fein ziselierte, von Madrid bis Petersburg reichende Darlegung verfasst, wer alles ein Interesse an Rüstung und Rivalität hatte und welche Mächte Unruhen schürten. Aber Clark vernachlässigt die Eckdaten der expansiven Militärstrategien in Berlin und Wien. Ein anderer, ein Deutscher, Herfried Münkler, hat sich sogar zu der These versteigt, nicht einmal die deutschen Verantwortlichen wussten 1914, warum sie Krieg führten. Er verfälscht die historische Realität. In die gleiche Richtung des Revisionismus wirkt ein weiterer Autor, der bestrebt ist zu verdeutlichen, die Deutschen hätten den Ersten Weltkrieg eigentlich gewinnen müssen und gewinnen können, wenn sie nicht ein paar dumme Fehler gemacht hätten. Es ist Jörg Friedrich, der hier den Beinahe-Sieg herbeischreibt. Ursache sei eigentlich der Neid der Völker gegen Deutschland. Und sie hätten Deutschland als Paria des Westens heruntergewürdigt. Als Ziel des neuen Revisionismus ist erkennbar, dass die Verantwortung für den Krieg im Geist des Nationalismus und Militarismus aus der Geschichte getilgt wird. Münkler gelangt in einer kürzlichen, vor einer Woche erschienenen kleinen Publikation sogar zu dem Fazit, und das muss man sich mal wirklich vor Augen halten: Wenn die Deutschen nicht die Hauptschuldigen am Ausbruch des Ersten Weltkrieges waren, was ja seine These ist, dann kann man die Deutschen auch für den Aufstieg Hitlers nur bedingt verantwortlich machen. Diese Aussage hat Brisanz. Ein neuer Mythos wird geschaffen. Krieg, militärische Interventionen verlieren ihre ethische Einordnung. Münkler sagt sogar, der Vorwurf der territorialen Expansionsabsicht, gerade auch in präventiver Absicht, sei moralisch simplifizierend. Der Primat des Militärischen aber führte zum Krieg, weil die Staatskunst keine Chance hatte und sich dem Kriegshandwerk beugen musste, sodass schlussendlich der Wille zum Angriff jede Friedensbemühung scheitern ließ. Nun, ich nenne es jetzt kulturgeschichtliches Milieu des Krieges. Was also sind die Ursachen für diese entscheidende Bereitschaft, einen Eroberungskrieg in Mitteleuropa zu beginnen? Die Stichworte des Militarismus und Nationalismus sind leer, sind in der Regel zu undeutlich. Es sind in Deutschland vielschichtige Zusammenhänge umfassend die Ideen von 1914. Dieser Begriff von 1915 wirkt simpel, sehr einfach, aber er erfasst die vorherrschende ideologische Haltung in Politik und Militär, in Adel und Bürgertum. Er enthält mehrere Faktoren. Fünf will ich hier knapp aufzählen und darlegen. Zuerst, politisch wichtig, die Ideen von 1914 setzen den Kontrapunkt zu den Ideen von 1789. Also eine Konfrontation von Freiheit, Gleichheit, Individualität und Demokratie gegenüber Pflicht und Ordnung, Volksgemeinschaft, Dienen und Disziplin, die Hingabe an die Unterordnung zum Staat als wahre Antithese zu der so gedeuteten Zivilisation des englischen Liberalismus und der zügellosen Freiheit der Demokratie von 1789. Die Ideen von 1914 hatten eine doppelte Ladung, innenpolitische Gegnerschaft und außenpolitische Erbfeindschaft. Ein wahrer Geisterkampf. Zweitens spielte der Nationalismus eine herausgehobene Rolle in der Werteskala, in einem doppelten Sinne nach außen. Der Anspruch auf Höherrangigkeit der deutschen Nation vor den anderen Nationen. Diese verquaste Überhöhung fand in den mächtigen Verbänden der Alldeutschen, des Ostmarkvereins, des Kolonial- und des Flottenvereins
einen geradezu politisch-religiösen Charakter. Hier keimten die Sumpfblüten des pangermanischen Rassismus als Vollendung der Nation mit der subversiven, aber selbstverständlichen Ausgrenzung der anderen. Aussiedlung der Polen, Bekämpfung der slawischen Flut und natürlich ein deutlicher Antisemitismus. Gleichsam im Alter vollzog sich Nation und Rasse synonym zu verwenden. Solches Pathos rassistischer Provenienz kam auch vom Kaiser, auch wenn man ihn dafür nicht gerne zitiert. Seine Parole, Deutschlands Sendung sei, sich überhaupt der Slawen zu erwehren und deutsch zu bleiben. Dies wurde verbreitet, um Österreich im Rassekampf der Germanen gegen die übermütig gewordenen Slawen zu unterstützen. Diese rassistisch unterlegte Überlegenheit wurde auch kulturell begriffen und aggressiv eingesetzt. Der Geist dieser Kulturwelt gipfelte in diesen positiven Aussagen: Ohne den deutschen Militarismus wäre die deutsche Kultur längst vom Erdboden getilgt. Das in einem Aufruf von 400 deutschen Professoren. So verwundert nicht, dass drittens die sozialdarwinistische Auslese auf die Rivalität der Staaten übertragen wurde. Weltmacht oder Niedergang wurde an die Fahne geheftet. Endlich müsse Schluss sein mit der Politik des Friedens und des Verzichts. So in den Schulen als Lernziel, wie an der Generalstabsakademie, deren oberstes Lernziel war, im Frieden den Krieg lehren. Adel und Bürgertum lebten in einem ideologisch hoch emotionalisierten Milieu der Macht und Überlegenheit. Sie intonierten die Melodie für das, was preußisch-deutscher Nationalismus, Militarismus oder Imperialismus genannt wird. Neben diesen bislang angesprochenen Faktoren der Ideen von 1914 ist viertens eine weitere Institution mit hoher Bindekraft zu nennen. Neben dem Militär war die Kirche die zweite Säule der Monarchie im System von Thron und Altar. Eine konstitutionelle Rolle im Reich mit konstitutiver Bedeutung für die politisch-normative Sinnvermittlung. Die Parole war mit Gott für Kaiser und Reich und wurde gleich zu Kriegsbeginn begleitet mit folgenden Worten: Und in der Gewissheit, dass Gott allein uns den Sieg verbürge. In den Kriegspredigten wurde die politisch-religiöse Verkettung überdeutlich. In Gott ist es begonnen, mit Gott wird es getan. Die Kriegspredigten führen ein in eine Welt nationalistisch-religiöser Schwärmerei, die dann in der Weimarer Republik zu einer nationalistischen Theologiepolitik führte. Kennzeichen für die Ideen von 1914 ist fünftens noch eine andere, aber nicht weniger typische Ebene, nämlich die Kriegsziele mit ihren Weltmachtfantasien. In den Ministerien wurden endlose Planspiele entworfen, wie man Nachbarländer okkupieren könne. Realitätsfern ging es um die Arrondierung halber Kontinente. Verbände forderten Expansion und Annexion ganzer Landstriche, so die zentralen Wirtschafts- und Bauernverbände. Vollmundig sollte für die Industrie Belgien und große Teile Frankreichs unter deutsche Kontrolle kommen. Die Großagrarier vereinnahmten ihren Produktionsraum. In den russischen Ostseeprovinzen von Polen, dem Baltikum und Oberschlesien bis hin zur Ukraine und dem in diesen Tagen in der Zeitung stehenden Moldawien. Alles aber auf der Basis von Rassenpolitik, ethnischer Flurbereinigung und radikaler Germanisierungspolitik. Mit ähnlichen Zielen wurde ein großes Mittelafrika abgerundet für deutsche Interessen gefordert. Ein enormer Horizontverlust benebelte. Ein Krieg der Illusionen, wie Fritz Fischer die Machtpolitik des Militarismus kennzeichnete. Ausnahmen gegenüber den Ideen von 1914 gab es nicht allzu viele. Ich will nur zwei kurz zitieren. Bertha von Suttner sagte anlässlich der Verleihung des Nobelpreises:
Kriegsgefahr, Misstrauen, Drohungen, Säbelgerassel, Pressehetzen, fieberhaftes Flottenbauen und Rüsten überall. War sie zu pessimistisch? Sicher kaum. Sie erkannte, dass extreme Aufrüstung und die Kriegsbereitschaft den Frieden bedrohten. August Bebel sagte vor dem Reichstag voraus, Berlin werde demnächst den Krieg ausrufen und behaupten, wenn wir länger warten, dann sind wir die Schwächeren statt der Stärkeren. Er folgerte, dann kommt die Katastrophe, als dann wird in Europa der große Generalmarsch geschlagen. Und damit komme ich zu meinem nächsten Kapitel, zum Krieg der Katastrophen. Dies ist die Botschaft, die heute zum Nachdenken über 1914 führt. Dies scheint das neue Lehrstück. Die entsetzlichen Leiden und Opfer wurden zum Trauma der Zeit damals. Sie rücken heute erneut ins Bewusstsein und delegitimieren die Sinnstiftung militärischer Einsätze. Doch Krieg führen war damals für die Verantwortlichen eine politische Möglichkeit. Opfer, materielle und menschliche, wurden einkalkuliert. Die Julikrise des Jahres 1914 kam in Berlin nicht unverhofft. Zur Tarnung blieb alles normal. Politik und Kaiserhaus fuhren im Juli in Urlaub. Nervosität lag in der Luft. Waffen, Kanonen und Lanzer waren gezählt, Pläne geschmiedet. Kaum fielen damals im Juli die Demonstrationen von Sozialdemokratie und Arbeiterschaft getragen für den Frieden auf. Dennoch kam der Schwenk der Führung der SPD in den ersten Augusttagen sehr überraschend. Ihre Zustimmung zu den Kriegskrediten wurde erkauft von der Regierung, aber erkauft von der SPD mit dem Verlust an Glaubwürdigkeit, eine Partei der Friedenspolitik zu sein. Viele meinen, die SPD leidet bis heute unter diesem eigenen Trauma. Ratlosigkeit blieb in der Arbeiterschaft. Das Angebot des Staates, in die nationale Gemeinschaft aufgenommen sowie nicht mehr als gesellschaftlicher Paria ausgegrenzt, kriminalisiert und politisch verfolgt zu werden, gab wohl den Ausschlag in den turbulenten Nachtsitzungen vor der Entscheidung. Streiks und Proteste konnten bei der amtlichen Inszenierung des Kriegsbeginns, als Verteidigungskrieg natürlich, nicht mehr entstehen. In Berlin und Wien spielte man hinter den Kulissen. Verse, einige, wenige, können diese Stimmung im August 1914 anklingen lassen. Das Große, was wir Deutsche wollen, unsere Ehre wahren, unsere Freiheit wahren, das haben wir ja vorhin auch gehört, nicht? Und einige Zeilen später heißt es dann, und das ist in einem Haus der Kirche wahrlich hörenswert, das ist so schön überall ermessen, dass Mütter klaglos die Söhne sterben sehen, dass alle ihre Sorgen still vergessen und um des großen Sieges nun beten gehen. Der Krieg begann am 28. Juli mit dem Beschuss von Belgrad. In London sprach Außenminister Edward Grey die berühmten Worte, jetzt verlöschen die Lichter in ganz Europa. Die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts nahm ihren Lauf. Das Schicksal des alten Europas stand auf dem Spiel. Den Masterplan für einen Zwei-Fronten-Krieg gegen Frankreich und Russland hatte in Berlin seit 1892 der Generalstab und da sein alter Chef Alfred von Schlieffen akkurat, präzis und detailliert fixiert. Sie alle kennen die Grundlinie, macht mir den rechten Flügel stark. Der rechte Flügel war der Durchmarsch durch Luxemburg, Belgien und dann von Nordost die französische Hauptstadt Paris erfassen und damit gewissermaßen die ganze französische Armee vernichten. Schlieffen organisierte modellartig den Eroberungskrieg im Westen, ein zweites Cannes nach historischem Vorbild, eine gigantische Vernichtung der Franzosen innerhalb von 6 Wochen, mithilfe eines ausgeklügelten Fahrplansystems und jahrelang vorher errichteten entsprechenden Eisenbahnlinien nach Osten,
sollte der Transport der Truppen an die Ostfront geschehen, um dort die Russen zu besiegen, noch vor dem Winter. Die militärisch-technische Überlegenheit der Deutschen garantiere in Ost und West den Sieg in Kürze. Es war ein Hasardspiel der Fiktionen, das im Generalstab wie eine Weihefahne hochgehalten wurde. Doch der Plan der vorgefertigten Siegesrezepte funktionierte schon bald nicht mehr. Das Ende signalisierte die Marne-Schlacht noch im Sommer 1914 vor Paris. Man hatte sich in Berlin eine doppelte Fehlkalkulation erlaubt, nämlich zum einen die militärische Fata Morgana der Dominanz und die politische Annahme, England würde den Marsch durch das neutrale Belgien hinnehmen und selbst neutral bleiben. Eine ungeheure politische Naivität. Der Primat des militärischen Denkens war in der Sackgasse geendet. Es folgte das Wüten des langen großen Krieges in Europa. Der Stellungskrieg als Ratio der professionellen Ratlosigkeit des Militärs oder der Krieg als das zermürbende Menschenschlachthaus, wie Pazifisten 10 Jahre zuvor prognostiziert haben. Der Schauplatz dieser Massaker lässt sich umschreiben. Millionen von Soldaten lagen sich hinter Sandsäcken und Barrikaden, in Schützengräben gegenüber, hinter Stacheldraht und unter Tarnnetzen in Schlamm und Dreck. Verdun wurde zum Menetekel dieser Ermattungsstrategie, wie die Deutschen sie entwickelt hatten, Ermattungsstrategie, mit der General Erich von Falkenhayn Frankreich durch die Blutmühle drehen wollte. Wohl 600.000 Opfer waren innerhalb von wenigen Monaten im Jahre 1916 im Kampf um die berüchtigten Höhen von Verdun, also Hügelkuppen, zu. Menschen- und Materialschlachten sollten den Sieg bringen. Mancherorts standen Tausende von Kanonen in 3er Reihen hintereinander auf Kilometerbreite. Stahlgewitter, nannte Ernst Dünger diese Orgie der Gewalt, sowie des mörderischen Chaos an Zerstörung und Vernichtung aus der Ferne. Diese Kanonen schossen ja 10, 20, 30 Kilometer weit. Es wurde eine Kriegsgeschichte, die vom Tod spricht. Der Maschinenkrieg demoralisierte, die Anonymität des Tötens zerstörte die Psyche. Eine neuartige Krankheit kam auf, die Kriegszitterer, wie sie hießen. Am Ende wohl 200.000 bis 500.000 Soldaten. Heute mit PTBS, also posttraumatisches Syndrom, umschrieben. Psychiater waren damals die Ärzte, die diese Kriegszitterer behandelten. Für sie waren sie Drückeberger und Simulanten. Und sie erfanden grausame Behandlungen, um sie zu heilen, mit Wasser, Strom und Schlägen, zum Teil tagelang hintereinander, um sie wieder arbeitstauglich an die Front zurückzuschicken. Im Frieden danach waren sie minderwertig, eine Belastung für die Zukunft der Gesellschaft, weil sie auch nicht arbeitstauglich waren in den Betrieben. Man verschrieb sich aber der Auslese der Besten. Auf diese Weise flossen die Selektionskategorien der Rassehygieniker in die psychiatrische Diagnose und Therapie, beschlossen auf einem Psychiatriekongress 1917. So heißt es im Handbuch der ärztlichen Erfahrungen mit Neurosen im Ersten Weltkrieg, die Besten wurden geopfert. Die körperlich versehrten und geistig minderwertigen, nutzlosen Schädlinge werden sorgfältig konserviert. Das geht nicht. Sie, die Parasiten, hatten vor diesen Ärzten einen schweren Stand. Auch Deserteure gab es. 1914-15 rund 30.000. Bis Ende des Krieges waren es wohl 150.000, die den Dienst verweigerten oder flohen. Drakonische Strafen konnten nicht verhindern, dass es 1918 im Heer eine Art, wie ein Historiker sagte, eine Art verdeckten Militärstreik. Nun ein paar Folgen dieses Krieges, ein paar lange Folgen, auf die hinzuweisen ist. Politikgeschichtlich war 1914 revolutionär. Alle Staaten in Europa auf dem Kontinent wurden verändert.
sie erhielten neue Grenzen, neue Bevölkerung. Dieser Weltkrieg besiegelte den Untergang des alten Europas, die Urkatastrophe des Jahrhunderts. Nur die USA traten als eigentlicher globaler Sieger hervor. Der Zusammenbruch der Reiche, Deutsches Reich, Russisches Reich, Österreichisches Reich und Osmanisches Reich, der Zusammenbruch der Reiche brachte der internationalen Politik eine ungeheure Manövriermasse an Territorien. In Europa und nach kolonialer Art auch in Nordafrika, bei der sich konstituierende Türkei, im Mittleren Osten, natürlich auch in Palästina und auf der arabischen Halbinsel bis nach Afghanistan. Die Gebiete wurden alle am grünen Tisch arrondiert. Eine erzwungene Stabilität verdeckte die fortbestehenden traditionellen, religiösen, ethnischen und sozialen Konflikte, deren Spannungen sich auf Dauer nur radikalisierten. Europäische Machtlogik suchte keine friedensstiftende Legitimität, aber organisierte die Instabilität der Grenzen und Völker der Zukunft. Kämpfe im Innern der so regulierten Staaten, Unruhen, Aufstände, Bürgerkriege begleiteten Europa seitdem über 100 Jahre, bis heute, auf dem Balkan, in der Ukraine oder in Nordafrika und Nahost. Die Verrohung hielt Deutschland auch nach 1918 gefangen. Die Eliten hielten daran fest, sich abzuschotten und gemäß der alten Ideologie der Ideen von 1914 die Parteien und die Demokratie, die verachteten Liberalen, die Linken, die Juden, die Sozialdemokratie auszugrenzen. Ihnen wurde auch die Schuld am Schandfrieden von Versailles zugeschrieben, denn das Heer war ja im Felde unbesiegt geblieben. Sie, diese Liberalen und die Juden, sie hatten den Dolchstoß in den Rücken geführt, wie die gängigen Parolen lauteten. Die Ideen von 1914 wirkten weiter verheerend fort, rechtfertigten plebiszitäre Gewalt und Bruch der Verfassung. Sie richteten 1933 die Kontinuitätslinie, verschrieben ihre Reputation einer nationalistischen Ermächtigung und flossen hinein in die reaktionäre braune Revolution der gleichgeschalteten totalitären Massenvolksgemeinschaft. Die Saat der alten rassistischen Ideologie ging mit ihrem völkischen Rassenwahn und ihrer grenzenlosen Annexionswut des Militarismus im Großdeutschen Reich des Nationalsozialismus auf. Die Ideen von 1914, fortwirkend und neues Unheil schaffend, waren ein großes Unglück für Mitteleuropa, bis sie 1945 in der Kapitulation ihre bestimmende Tradition verloren. 1914 erinnern lässt heute noch den heißen Atem dieser Gewalten der Vergangenheit spüren. Eine Kultur des Friedens allein gewährt Chancen in einem gemeinsam weiter zu gestaltenden Europa. Erlauben Sie mir selber noch mal zwei kleine Geschichten zu erzählen. Herr Bald hat ja ganz schmerzhaft mit den Mythen über Deutschlands Beteiligung am Ersten Weltkrieg, finde ich, aufgeräumt. Man sollte aber nicht vergessen, dass es in den anderen Staaten ideologisch auch nicht viel anders losging. Zum Beispiel, kurz vor Beginn des Ersten Weltkrieges erschießt ein Mitglied der Befreiungsfront Elsass-Lothringen den großen französischen Sozialistenführer Jean Jaurès in einem Café in Paris. Der Mörder wird in Untersuchungshaft genommen. Der Prozess gegen ihn findet erst nach dem Krieg 1909 freigesprochen, mit der Begründung, dass ohne seine Ermordung des pazifistisch und antikriegseingestellten Jean Jaurès der Sieg der französischen Waffen in diesem Krieg gegen Deutschland nicht möglich gewesen wäre. Ein anderes Beispiel, es gab den italienischen General Cadorna, den die Historiker für Zehntausende von hingerichteten Deserteuren im Ersten Weltkrieg verantwortlich machen. Das hindert Italien überhaupt nicht daran, nach Cadorna
Bahnhöfe, zum Beispiel in Mailand, Denkmäler, Straßen und Plätze noch heute zu benennen. Es gibt aber in ganz Italien kein Denkmal für Deserteure. Ja, wir kommen zum zweiten Teil des Abends. Drei Fragen, drei Antworten sollen das sein. Es dürfen vielleicht ein paar mehr sein, aber vielleicht eher nicht, denn wir sind sowieso schon zeitlich im Verzug. Die möchte ich jetzt an Jürgen Gresslin, an Jan van Aak und als erstes an Susanne Grabenhorst stellen. Frau Grabenhorst, Sie sind Fachärztin für Psychosomatik, Psychiatrie und Psychotherapie in Mönchengladbach, ne? Mhm. Sie arbeiten in Ihrer Praxis mit psychotraumatisierten Flüchtlingen, darunter auch mit Menschen, die Opfer und Täter zugleich sind. Ich möchte Sie zunächst mal ganz allgemein fragen, auch auf dem Hintergrund dessen, was Herr Wald uns eben berichtet hat, über die Anonymität des Tötens im Ersten Weltkrieg, in diesem Massenkrieg. Welche psychischen Verletzungen fügt der Krieg denen zu, die ihn führen müssen? Denen, die schießen, sei es auch aus der Distanz, und denen, die die Todesangst erleben. Das ist sehr unterschiedlich, die psychischen Verletzungen, die da entstehen durch den Krieg. Also es macht zum Beispiel einen Unterschied, ob jemand relativ anonym tötet als Flieger. Die haben weniger posttraumatische Belastungsstörungen als die Bodentruppen, die dann direkter auch sehen, was da passiert, was sie anrichten. Es hat sicherlich was damit zu tun mit der Identifikation mit der Sache, für die gekämpft wird, und auch damit, wie das dann später aufgefangen wird. Also ich denke, dass es ein ganz wichtiger präventiver Ansatz auch ist, wenn mit Menschen, die so seelisch verletzt aus dem Krieg kommen, wenn die gut behandelt werden können, dass die weniger in Gefahr sind, dann auch später wieder Gewalt, sei es im Krieg oder im zivilen Leben, auszuüben. Heißt das, wenn ich Gewalt erleide als Opfer, ja, das macht mich dann nicht unbedingt zu einem friedlicheren oder weniger aggressiven Menschen? Nein, die Menschen mit posttraumatischer Belastungsstörung sind gefährdet, dann auch gerade in Situationen, wo sie diese Intrusionen haben oder Flashbacks, gar nicht wissen, ob sie jetzt wieder in einer Kriegssituation sind. Was ist so ein Flashback? Also unter Intrusionen versteht man, dass Erinnerungen, Bilder, Gerüche, Geräusche in das Bewusstsein des Menschen, ohne dass er es will, reinkommen. Also unwillkürliche Erinnerungen zum Beispiel. Und bei einem Flashback kann das so weit gehen, dass jemand gar nicht mehr weiß, wo er ist, sondern sich in eine Situation zurückversetzt fühlt. Und die Menschen sind natürlich dann sehr gefährdet, sich angegriffen zu fühlen und dann auch aggressiv zu reagieren. Also ich habe eine Klientin, die ist vergewaltigt worden und hat auch eine posttraumatische Belastungsstörung und hat häufige Flashbacks. Die ist zum Beispiel schon zweimal angezeigt worden, weil sie bei einer Kontrolle im Bus ist sie dann angefasst worden vom Kontrolleur und dann ist sie völlig aggressiv geworden, auf den losgegangen. Also diese Verkennung der Situation kann bei Menschen, die Gewalt erlitten haben, dazu führen, dass sie dann selber gewalttätig werden. Das ist im Krieg ein ganz großes Problem, weil diese traumatisierten Soldaten dann auch berserkerartig dann manchmal Blutbäder anrichten. Und da spielt wahrscheinlich die posttraumatische Belastungsstörung eine große Rolle. Nun leben wir heute ja nicht mehr in einer Zeit der zwischenstaatlichen Massenkriege, sondern in diesem Zustand, ich mag den Begriff nicht so, aber er ist nun mal in der Welt, dieser Terminus Technicus, dieser asymmetrischen Kriege, wo der eine vielleicht eine Drohne steuert und der andere bekommt sie dann zufällig an. Wie unterscheiden sich da die Traumatisierungen, die psychischen Verletzungen, auch gerade in der Zivilbevölkerung? Oder spielt das vielleicht auf der tieferen psychischen Ebene gar keine große Rolle? Ich denke, asymmetrische Kriege hat es schon immer gegeben. Die Kolonialkriege waren asymmetrisch. Der Begriff ist ja auch, glaube ich, nicht so ganz klar definiert. Es gibt sicherlich Entwicklungen in den Kriegen, die relativ neu sind. Also wir haben, denke ich, mehr Selbstmordattentate, obwohl es Kamikaze-Flieger auch früher schon gegeben hat.
oder also, aber ein asymmetrischer Krieg wäre ja zum Beispiel auch ein Guerillakrieg. Wenn da aber ganz überzeugt die Guerillas auf der einen Seite kämpfen, ist das was anderes als ein asymmetrischer Krieg, vielleicht wie in Afghanistan, wo Warlords auch schon mal die Fronten wechseln, wo es hin und her geht, oder auch afrikanische Kriege, die stark vermischt sind mit mafiösen Strukturen, wo Waffenhandel, Prostitution, Drogenhandel mit einer Rolle spielen. Kindersoldaten, denke ich, hat es auch immer schon gegeben, auch die Bundeswehr ist ja bereit, 17-Jährige aufzunehmen, aber spielt vielleicht in bestimmten der jetzt laufenden Konflikte eine große Rolle. Aber ich glaube, man muss wirklich jeden Konflikt auch einzeln betrachten. Es gibt Gemeinsamkeiten, aber auch wieder Unterschiede. Eine Frage nochmal. Sie haben das jetzt zweimal angesprochen. Da habe ich bei aufgemerkt, wie das Trauma sich auswirkt auf das Individuum, hängt anscheinend sehr davon ab, mit welcher Identifikation man selber handelt. Oder ob man ein völliges, zufälliges und ohnmächtiges Opfer ist. Weil Sie sagten eben, also Guerillakrieger, auch auf Freiheitskämpfer genannt. Ja. Kämpfen anders als Söldner, so zum Beispiel. Ne? Und dann gibt es ja diejenigen, die dieses Ohnmachtserlebnis haben, weil sie einer Situation völlig wehrlos ausgeliefert sind. Also ich denke, dass der Begriff posttraumatische Belastungsstörung eine gewisse Provokation war, als er dann auch in den Gebrauch kam, insbesondere dann während des Vietnamkriegs und danach, weil er nämlich die Verantwortung nicht beim schwachen Individuum ist, dass es eben nicht ausgehalten sieht, sondern eben beim Krieg als Ursache. Und deshalb ist dieser Begriff, denke ich, schon auch was Hilfreiches. Und er ist ja auch sehr umstritten. Also es wird ja da geforscht, wie häufig es denn nun wirklich ist, ob es nur 0,2% sind oder bis zu 60%. Und es gibt da auch Forschungen, die dahin hingehen, wie kann man das vermindern? Also wie kann man zum Beispiel die Soldaten und Soldatinnen besonders gut auswählen, dass sie dann auch besonders resistent sind? Oder gibt es Methoden der Online-Beratung, um die dann zu halten im Einsatz, oder gibt es Methoden mit Computeranimationen, die dann wieder kriegsfähig zu machen? Und da ist eben ganz wichtige These von uns als IPPNW, dass wir sagen, wir wollen eine Primärprävention. Ne? Also diese gesundheitliche Belastung, diese desaströsen Auswirkungen auf die Psyche von Soldaten, Soldatinnen, aber auch von ihren Opfern, die wollen wir dadurch verhindern, dass wir sagen, wir wollen den Krieg verhindern. Ja. Weil jede Reparatur ja auch was Entschuldigendes und Beschönigendes hat, oder? Ja, also es geht uns nicht darum, also wir gehen ja da als Ärzte und Ärztinnen dran. Wir sind ja nicht Historiker und wir müssen nicht die Konflikte der Welt erklären, ne? Sondern wir müssen sagen, das ist ja damals auch in der Gründungsgeschichte gewesen, wir werden euch nicht helfen können. Also der Atomkrieg wird solche Auswirkungen haben, da ist unsere medizinische Kunst völlig am Ende. Ne? Und das ist das, was wir auch jetzt sagen wollen, wir werden nicht helfen können und deshalb muss der Krieg von vornherein verhindert werden. Jan van Aken sitzt für die Linke im Bundestag, er ist außenpolitischer Sprecher seiner Fraktion. Von der Ausbildung her sind Sie Diplombiologe, waren Campaigner bei Greenpeace, da haben Sie sich vor allem mit Gentechnik befasst. Und was für uns heute Abend vielleicht am wichtigsten, am interessantesten ist, Sie waren bis 2006 Biowaffeninspektor der Vereinten Nationen. Herr van Aken kennt sich also bestens aus mit Massenvernichtungswaffen wie Atomwaffen, Biowaffen und Giftgas. Herr van Aken, seit es diesen Krieg der Moderne gibt, gibt es auch Versuche der Staaten, dieses ungeheuer Krieg durch internationale Abmachungen unter Kontrolle zu bekommen, zu halten. Marie Dunant, Gründung des Roten Kreuzes, Hager Landkriegsordnung war, glaube ich, 1903 oder 1904. Die Ächtung von Chemiewaffen, also Giftgas.
bis hin zum Atomwaffensperrvertrag. Sind diese Verträge eigentlich eine Erfolgsgeschichte oder eine Kette von Ablenkungsmanövern? Nee, das ist keine Kette von Ablenkungsmanövern. Und ich glaube sogar, dass es eine Erfolgsgeschichte ist. Ich meine, ich als Pazifist würde jetzt sagen, können wir uns alle schenken, wenn wir einfach keine Militärs mehr haben, sowieso keine Waffen mehr anschaffen, keine Kriege mehr führen. Die Realität ist eine andere. Und ich finde es schon sinnvoll, auch internationale Regeln aufzustellen, die dazu führen, dass bestimmte Waffen, die unterschiedslos alle Menschen treffen, dass die nicht eingesetzt werden. Ich finde auch ein Sturmgewehr G36 falsch, wo gezielt andere Soldaten mitgetötet werden und auch Zivilisten mitgetötet werden. Aber es ist schon richtig, dass sowas wie eine Atombombe, die eben eine ganze Stadt, egal wer das ist, Männer, Frauen, Kinder, alte, junge Soldaten, nicht Soldaten tötet, das ist nochmal eine andere Qualität. Und deswegen ist es schon richtig, dass es diese Regeln zum Verbot von ABC-Waffen gibt. Und ich glaube, das hat unterm Strich in den letzten 100 Jahren auch echt Menschenleben gerettet, auch viele Menschenleben gerettet. Sie sagen Verbot von ABC-Waffen. Atomwaffen sind ja aber nie weltweit in diesem Sinn verboten worden. Nee, aber jetzt komme ich zum entscheidenden Punkt. Das führe ich immer am liebsten bei den Landminen an. Landminen sind ganz fürchterliche Waffen auch, sind eben auch, richten sich gegen alle, hauptsächlich sogar gegen Zivilisten. Es gibt ein weltweites Verbot, dem sich aber viele Länder nicht angeschlossen haben. Gerade die, die am ehesten Krieg führen, die Amerikaner, auch die Russen, auch die Chinesen haben das noch nicht unterzeichnet. Aber das Entscheidende daran ist, dass eine internationale Norm gesetzt worden ist. Dass es so geächtet ist, dass selbst die Amerikaner sich in Teilen jetzt an ein Landminenverbot halten. Ich erinnere mich, als es vor 3-4 Jahren zu diesem kleinen Grenzgefecht zwischen Thailand und Kambodscha kam, hat Thailand Streumunition eingesetzt. Das war weltweit ein Aufschrei. Das war Titelseite auf der ganzen Welt. Thailand hat Streumunition eingesetzt. Kaum ein Land hat das Verbot unterzeichnet, aber es ist derart geächtet, dass sofort am nächsten Tag Thailand gesagt hat, machen wir nicht wieder. Und ich glaube, diese Norm, das ist eigentlich eine extreme Grenzverletzung wäre, wenn jemand eine Atomwaffe einsetzt. Grenzverletzung ist, wenn jemand auch nur zugibt, an Biowaffen zu arbeiten. Diese Norm gesetzt zu haben, ist, glaube ich, ein großer Erfolg. Wenn wir das nicht hätten, wenn wir in den letzten 50 Jahren schon das eine oder andere Mal hier oder da auch eine Atomwaffe eingesetzt worden und wir hätten Dutzende von Biowaffenprogrammen, die dann auch jeweils zum Einsatz gekommen wären. Also insofern ist es richtig, das ist längst nicht alles verboten. Viele Länder haben auch diese Abkommen noch nicht unterzeichnet, aber es funktioniert. Es wirkt über die Ächtung, über die Norm. Jürgen Gresslin ist Lehrer in Freiburg, er ist Sprecher der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen. Bekannt gemacht haben ihn seine bestens recherchierten Bücher über vor allem südwestdeutsche Rüstungsfabrikationen wie etwa Daimler-Benz oder Heckler & Koch. Sein aktuelles Buch Schwarzbuch Waffenhandel liegt dort aus. Nach dem Kosovo-Krieg der NATO gegen Serbien ist Jürgen Gresslin aus Bündnis 90, die Grünen, ausgetreten. Herr Gresslin, Ihr Thema ist eine Massenvernichtungswaffe aus Schwaben. Warum sind für Sie eigentlich die Kleinkalibergewehre der Firma Heckler & Koch Massenvernichtungswaffen? Ja, ich würde gerne in der Maske. Nee. Nimm mich. Ja. Ich nehme zwei. Ja, vielen Dank, Jan. Ich würde gerne an Jan van Aken anschließen. Vor 30 Jahren hat mich ein Spiegelredakteur ziemlich ähnlich gefragt, warum Massenvernichtungswaffe, Kleinwaffe? Und was haben Sie denn für Lebensziele? Wir sind um Heckler & Koch herumgelaufen. Heckler & Koch war damals noch eine vielleicht im Schwäbischen bekannte Firma, aber weit daraus, darüber hinaus nicht. Ich habe damals geantwortet und gesagt, es reicht nicht, wenn wir ABC-Waffen verbieten. Absolut d'accord, es ist absolut notwendig. Und es ist wirklich auch ein zivilisatorischer Fortschritt, dass jemand, der sagt, ich erforsche weiter B-Waffen, C-Waffen, A-Waffen, zumindest mal am Pranger der Zivilisation steht und das nicht machen kann. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass der Krieg von hier ausgeht. Und ich habe eine vierte Forderung angefügt. Da hat er damals gelacht. Ich habe gesagt, Atomwaffen, biologische Waffen, chemische Waffen verbieten, übrigens auch Streumunition und Landminen verbieten. Dann hat er mich angeschaut, als sei ich ein Männchen vom Mars mit grünen Pickelchen, weil ich dann noch hinzugefügt habe, und Kleinwaffen verbieten.
Das klingt heute auch noch für viele absurd zu sagen. Pistolen, Gewehre, sie sichern doch Sicherheit in vielen Staaten. Wir brauchen die doch. Das Gegenteil ist der Fall. Ich habe jetzt nun wirklich vielzählige Länder in meinem Leben bereist, Kriegsgebiete, Bürgerkriegsgebiete, Nachkriegsgebiete und stelle fest, die neue Massenvernichtungswaffe, ohne die anderen irgendeiner Weise herabwürdigen zu wollen, wir wissen, was in Hiroshima und Nagasaki passiert ist mit all den Folgen, die neue Massenvernichtungswaffe sind die Kleinwaffen. Das ist nicht ganz neu, weil natürlich im Ersten Weltkrieg auch und wieder Oberndorf, das Oberndorfer Gewehr 98 ist das klassische Gewehr der deutschen Soldaten im Ersten Weltkrieg gewesen. Das war damals schon Waffenstadt. 1811 wurde die Waffenproduktion aufgenommen in Oberndorf, seit 200 Jahren. Also Oberndorf am Neckar, halbe Strecke Stuttgart-Bodensee. Heute ist die Firma Heckler & Koch das tödlichste Unternehmen in ganz Europa. Angesichts der Opferzahlen. Dieses Gewehr erobert gerade den Weltwaffenmarkt. Wir haben die Vorgeschichte kennengelernt, was viele überraschen wird. Ich war Soldat der Bundeswehr. Ich habe diese Waffe in den Händen gehalten und ich sollte schießen. Und ich habe aber mich dort geweigert zu schießen. Ich wurde bei der Bundeswehr zum Pazifisten. Und dieses Gewehr ist heute in einer Stückzahl von geschätzt, man kann nur schätzen, so wie man die Waffen im Umlauf noch schätzen kann und die Opfer noch schätzen kann, in einer Stückzahl von 15 Millionen Gewehren im Moment im Umlauf um diesen Globus, ist nach der Kalaschnikow, die mit großem Abstand die Nummer 1 ist, aber das G3-Gewehr der Deutschen ist die Nummer 2. Und das passiert im Übrigen nicht durch Rüstungsexport allein. Die allerwenigsten dieser Waffen sind in Oberndorf am Neckar hergestellt worden. Es gibt eine zweite schädliche Erfindung, die jenseits der öffentlichen Wahrnehmung passiert, nämlich sogenannte Lizenzvergaben. Die Vergabe von Nachbaurechten an befreundete Staaten. Und diese befreundeten Staaten sind, jetzt halte man sich fest, der Iran, Pakistan, Saudi-Arabien, Mexiko, die Türkei und viele andere Staaten. Und die bauen seit den 60er, 70er, 80er Jahren und zum Teil mit neuen Lizenzen, auch die 36 Lizenzen, diese Gewehre in Eigenregie. Völlig unkontrolliert, was passiert. Eine der größten Lügen einer jeden Bundesregierung, gleichwohl welcher parteipolitischen Couleur, ist die, dass Endverbleib garantiert sei in diesen Ländern. Es gibt's nicht. Bitte machen Sie mal so wie Buchbinder Warninger, rufen Sie mal bitte beim Bundesausfuhramt an und sagen Sie, ich hätte gerne die Abteilung für die Kontrolle des Endverbleibs von saudi-arabischen Waffen. Also deutsche G36 Gewehre produziert in Saudi-Arabien. Und dann passiert irgendwie Buchbinder Warninger von Abteilung zu Abteilung und Abteilung und um 18 Uhr sagt man ihnen, ah, ist jetzt Dienstschluss, rufen Sie morgen wieder an. Dann haben sich ihre Anspruchsniveau hat sich gesenkt und dann sagen sie, ich rufe am nächsten Morgen wieder an, ich hätte gerne den einen Beamten, der in Saudi-Arabien unkontrolliert den Endverbleib überprüft. Den gibt es aber auch nicht. Und das, wenn Sie Ihre Abgeordneten in Stuttgart fragen auf dem Podium, so wie wir jetzt eines haben, wie garantiert die Bundesregierung, dass der Endverbleib von Waffen, die in deutscher Lizenz hergestellt werden, garantiert wird? Dann sagen Ihnen zumindest die gerade in der Regierung seienden Abgeordneten, ja, das ist hundertprozentig garantiert, wir haben Endverbleibskontrolle. Und das ist eine Lüge. Das ist definitiv eine Lüge, weil sie nicht stattfindet. Das Ergebnis ist, wir leisten... Das heißt, wenn Sie eben kurz unterbrechen, ja. Die Abgeordneten sagen, wir haben noch eine Endverbleibsgarantie, aber die wird nicht kontrolliert, weil die Kontrolle haben sie ja gar nicht. Alle Empfängerländer deutscher Kriegswaffen und vor allem auch Empfängerländer deutscher Lizenzen unterzeichnen ein End-User-Certificate. Ein Zertifikat, dass die Waffen im Land bleiben. Sie dürfen exportiert werden, dann, wenn die Bundesregierung genehmigt, dass die Waffen weiter exportiert werden. Es gibt aber niemand, der diese End-User-Certificates überprüfen würde, die Einhaltung. Es gibt keine einzige Regierung, gleichwohl welcher parteipolitischen Couleur, also eine unausgesprochene große Koalition von CDU, CSU, SPD, FDP und Grünen in Regierungsverantwortung. In Opposition ist es immer ganz anders. Aber in Regierungsverantwortung, die jemals vom Iran oder von Saudi-Arabien oder von Pakistan gefordert hätte, weil ihr ja nachweislich den Endverbleib nicht einhaltet, gebt ihr auch bitteschön die Lizenz zurück. Nicht mal die Forderung gibt es. Das Ergebnis haben wir jetzt. Weltweit, rund um den Globus, wird mit Heckler & Koch Waffen geschossen, gemordet und die Bundesregierungen leisten Beihilfe zum Massenmord und bei Kleinwaffen muss man sagen, beim Massenmord, ja, durch die Vergabe weiterer Exporte und weiterer Lizenzen. Und das müssen wir den Täter müssen wir nennen. Ich bin jetzt mal unangenehm, ich bin für viele vielleicht im Raum unangenehm, ich bin für die Öffentlichkeit extrem unangenehm, weil ich sage, das wird genehmigt. Es gibt eine Bundesregierung und wir haben im Bereich des Waffenhandels keinerlei Demokratie, keinerlei. Wir als Bevölkerung dürfen nicht abstimmen. Die Abgeordneten in Stuttgart, aber auch die des Deutschen Bundestages insgesamt dürfen nicht abstimmen.
Es stimmt ein Gremium namens Bundessicherheitsrat in geheimer Sitzung ab, Kanzlerin, Vizekanzler und weitere 7 Minister. Und wir bekommen im Nachhinein, und das ist auch bei der neuen sogenannten Transparenz der jetzigen Bundesregierung so, wir bekommen im Nachhinein gesagt, wohin Lizenzen vergeben wurden, wohin Waffen exportiert wurden, wohin dieser Beihilfe zum Völkermord gelaufen ist. Und dann regen sich nur noch wir, die Friedensmenschenrechtsbewegung, die Kirchen auf, weil wir sagen, naja, das ist eigentlich schon passiert. Und so darf es nicht weitergehen. Also wenn wir sagen, nieder die Waffen, dann muss es jetzt entschieden. Eine letzte Frage noch. Es gibt da einen kleinen Punkt, da bin ich immer noch nicht ganz einverstanden. Ich verstehe nicht. Und danach bitte ich dann noch Herrn Bald hierher und dann werden wir über die politischen Konsequenzen noch mal mehr ins Einzelne noch diskutieren. Das Kleinkalibergewehr als Massenvernichtungswaffe. Ich sehe da einen wesentlichen Unterschied, weil ich möchte die vielen Menschen, die es dann tatsächlich in die Hand nehmen, in Afrika, in Asien, im Nahen Osten, wo auch immer auf der Welt, die möchte ich nicht so gerne aus ihrer individuellen, persönlichen Verantwortung entlassen. Also jeder Mujahedin, jeder Kindersoldat in Afrika hat immer noch die Wahl, zu sagen, ich schieße oder ich schieße nicht. Und das ist, glaube ich, doch ein wesentlicher Unterschied zu einer Atomwaffe. Also, wir machen jetzt nicht das Spiel, und das ist vielleicht falsche Worte, den Vergleich zwischen Atomwaffen und Kleinwaffen. Das können wir nicht machen, das sind beides Massenvernichtungswaffen auf ihre Art. Der Taliban, was ist ein Taliban? Der Taliban ist der dritte Sohn einer Familie in Afghanistan, wo wirkliche Taliban kommen. Und die sagen, du kannst jetzt überlegen, ob du deine 3 Söhne behältst oder uns einen davon mitgibst, der ist ab jetzt Taliban. Ja, bei den Kindersoldaten ist es noch schlimmer. Bei den Kindersoldaten ist es so, du kannst dir überlegen, ob du auf die da drüben schießt oder ob wir dich an diesen Baum hier stellen und gleich exekutieren. Und so gesehen ist da keine Freiwilligkeit des Tötens. Also nicht jeder kann sagen, es sei denn, er nimmt wie jeder Deserteur, das wurde ja vom Ball vorhin wunderbar erklärt. Es gab viele Menschen, die desertiert haben, 150.000 nennen sie, aber unter ihrer Risiko ihres weiteren Lebens, weil die wurden natürlich standrechtlich exekutiert, wenn sie dabei erwischt wurden, dass sie es taten. Also um nochmal auf den Punkt zu bringen, so ganz teile ich Ihre Ansicht nicht. Ich glaube, dass Kleinwaffen Massenvernichtungswaffen sind in ihrer Wirkung. Ich glaube, dass nicht jeder die Wahl hat, aber ich stimme Ihnen zu, dass es durchaus die Möglichkeit gibt, hier in Deutschland zu sagen, ich gehe zur Bundeswehr oder nicht, oder in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern. Da würde ich nur jeden bitten, ich war beim Bund, ich bin dort raus, ich habe gesagt, aus der Erfahrung der Bundeswehr, ich halte das nicht aus, ich schieße auch nicht, und das sollte doch jeder junge Mensch in den Schulen heute gelehrt bekommen. Nicht die Bundeswehr sollen die Schulen, sondern die Bundeswehr. Da müssen wir Lehrer und Lehrerinnen, ich bin ja Lehrer von Beruf, wir sind gefragt zu sagen, Leute, aus der Erfahrung dessen, was wir gelernt haben oder was uns Ärztinnen und Ärzte sagen oder was uns Vertreter von politischen Parteien, Jan van Aken war mehrfach in diesen Ländern, der hat die Fabrikationsanlagen gesehen in Saudi-Arabien, auch von Politikern, die das kritisch sehen, die sollten mal in die Schulen eingeladen werden. Und aber Sie haben vorhin zu Recht gesagt, das Primat des Militärischen war, jetzt das muss das Primat des Zivilen, das war Ihr Ende Ihres Vortrages, wunderbares Ende, das Primat des Zivilen muss in der gesamten Gesellschaft bis hin in die Schulen hinein getragen werden und von uns, die wir im Saal sind, weit darüber hinaus verwirklicht werden. Ich wollte eigentlich nur auf ein Dilemma hinweisen, auf einen Widerspruch, der sich, glaube ich, nicht auflösen will. Lässt so leicht. Man könnte in gewissem Sinn sagen, leider ist das Kleinkalibergewehr, weil es relativ billig, relativ leicht zu beschaffen ist, weil es keine große, ausgebaute, mit technischer Kompetenz ausgestattete Organisation braucht, ist eine extrem demokratische Waffe. Und das ist das Dilemma, glaube ich. Ja? Vielleicht haben wir einen anderen Herangehensweise. Ich gehe folgendermaßen ran. Es wurde Henri Dunant vorher genannt. Wir versuchen es mal zu definieren. Versuch es von einem anderen Punkt zu definieren. Henri Dunant, der ja vorher zu Recht genannt wurde und auch für sein Lebenswerk gerühmt wurde. Das internationale Komitee des Internationalen Roten Kreuzes hat eine Statistik aufgestellt. Das ist für mich die wichtigste Statistik meines Lebens, weil sie mich geprägt hat auf meinem Lebensweg. Ich wollte nach Afrika gehen, wir wollten eine Schule bauen und ich bin geblieben, weil die Statistik besagt, 19 von 20 Kriegstoten sind Opfern von Kleinwaffen. Und 2/3 der Kriegstoten sind Opfern von Gewehren. Der größte Hersteller von Gewehren in ganz Europa sitzt wenige Kilometer von uns entfernt in Oberndorf am Neckar. Ja, und jetzt wird's mutig.
Ich habe es berechnet aufgrund der Zahlen und Schätzungen. Also die Zahlen kommen von Militärs und die muss man eher in Zweifel ziehen, weil sie oft zu niedrig sind. Der Friedensbewegung, der Menschenrechtsbewegung, international auch von Ärzteorganisationen, auch von Kirchen. Komme ich zum Ergebnis, dass die Firma Heckler & Koch so viele Gewehre exportiert hat und die Bundesregierungen jeweils so viele Lizenzen vergeben haben. Und nimmt man den Anteil von Heckler & Koch Waffen, die zwischen 9% und 11% schwanken auf dem Weltwaffenmarkt, dass bis zum heutigen Tag mindestens 2 Millionen Menschen gestorben sind durch den Einsatz allein von Heckler & Koch Waffen. Da kommt die Kalaschnikow dazu, da kommt die FNFAL der Belgier dazu, die M16 der Amerikaner und. Das heißt, quantitativ sind die Kleinwaffen die Massenvernichtungswaffe des 20. und 21. Jahrhunderts. Und deswegen geht auch meine Forderung an Abgeordnete, an Parteien, wenn wir jetzt weitergehen wollen, und was ist die nächste Waffensystem, was wir verbieten müssen, dann kann es nur heißen, die Kleinwaffe. Der Export von Kleinwaffen, die Lizenzvergaben müssen definitiv verboten werden. Wir werden jetzt auf relativ freie Weise, denke ich mal, ich habe da jetzt auch keinen genauen Plan mehr überlegt. Es gibt genügend Themen, über die man bis nach Mitternacht diskutieren könnte, jetzt eine vielleicht 20-minütige Podiumsdiskussion veranstalten. Und danach möchte ich Sie dann bitten, sich auch einzumischen. Ich glaube, das Interesse ist groß genug und wir sollten uns auch wirklich auf 20 Minuten begrenzen. Ich möchte mit Ihnen mal weitermachen, Herr van Aken. Gibt es eigentlich einen Konflikt? Also ich sehe meine Rolle auch so ein bisschen darin, jetzt nicht in den Allgemeinchor hier einzustimmen, sondern Ihre Argumente auch ein bisschen herauszufordern. Gibt es eigentlich einen Konflikt, bei dem Sie es heute gerechtfertigt finden, Waffen einzusetzen? Nee. Sehe ich nicht. Nee, ganz ehrlich nicht. Ich finde es tatsächlich aber auch eine ganz schwierige Frage, weil das heißt ja immer, 10.000 Menschen sollen heute Nacht in Benghazi umgebracht werden, wenn wir heute Nacht nicht Gaddafi angreifen. Und wenn ich dann sage, ich möchte das nicht, dann heißt es, sind dir die 10.000 Menschen in Benghazi egal? Ja, das ist genau, so läuft die Debatte. Knallhart. Und ich sage, nein, die sind mir nicht egal. Die sind mir überhaupt ein schwierigeres Beispiel als jetzt Libyen und wir lassen das einfach zu Ende bringen, weil das geht immer um die Frage, sind Ihnen die Leute egal? Und das kommt auch nicht darauf an, ob es 100 oder 100.000 sind. Aber das war konkret die Frage bei den 10.000 in Benghazi. Sag, die sind mir nicht egal. Aber ich weiß ganz genau, wenn wir jetzt anfangen, Gaddafi zu bombardieren, dann werden wir genau da enden, wo wir in Afghanistan, wo wir in Irak geendet sind und wo wir eben auch in Libyen geendet sind. Wenn ich mir das anschaue, wie viele Menschenleben das gekostet hat, da einzugreifen. Der ganze Bürgerkrieg in Mali. Libyen zerfällt jetzt. Wir werden auch die nächsten 10 Jahre mit einem Bürgerkrieg in Libyen konfrontiert sein. Man kann die Menschenleben nicht aufrechnen. Ich weiß nur, dass in dem Moment, wenn ich in dem Moment militärisch von außen eingreife, werde ich eine Region derart militarisieren über Jahre und Jahrzehnte, dass es nicht nur viele, viele Menschenleben kostet, sondern eine ganze Region, eine ganze Generation eigentlich zurückwirft. Und deswegen sage ich, wir wissen mittlerweile, dass es nicht funktioniert, Menschenleben mit der Waffe in der Hand zu retten, sondern wir müssen das anders tun. Da haben wir auch viele Ideen zu. Aber das funktioniert nicht. Aber deswegen, das ist immer wieder ein ganz großes Problem. Aber ich sehe wirklich im Moment und auch in den nächsten Jahren überhaupt keinen Konflikt, wo ich sage, da ist der Einsatz von Waffengewalt gerechtfertigt. Genau. Ich würde nur, wenn ich darf, nochmal zurückgehen auf diese Konnotation, eine demokratische Waffe. Denn es gibt von bestimmten konservativen Richtungen her auch die Aussage, die Wehrpflicht, die damals im 19. Jahrhundert eingeführt wurde, auch gerade in Deutschland, sei eine demokratische Angelegenheit gewesen. Es war eine Zwangsangelegenheit. Demokratie setzt Freiheit voraus. Und das Ziel dieser Wehrpflicht war, und das ist jetzt nicht einfach nur so gesagt, war, den Untertan herzustellen. Und es gibt nicht zufällig die Forderung, wir wollen ihm erst das Rückgrat brechen, also das Seelische, um ihn dann wieder zu einem ordentlichen Soldaten und Untertan zu machen. Und das war mit ausgeklügelten, damals ärztlich-medizinisch-psychologischen Methoden entwickelt,
so viel Soziologie, wie das Militär in Jahrzehnten vor der Wissenschaft einsetzt, hält man gar nicht für möglich. Also es ist gerade die Pervertierung des Begriffs demokratisch, wenn man es in diesen Zusammenhang bringt. Also in meinem ersten Anlauf, den Kriegsdienst zu verweigern, 1969, bin ich deshalb gescheitert, weil ich den Befreiungskampf des Vietcong eigentlich ganz richtig fand. Das ging nicht. Oh, okay. Die hätten den natürlich nie führen können gegen die Amerikaner, wenn sie keine Kleinwaffen gehabt hätten. Und das Gleiche gilt für die vielen, vielen Befreiungsbewegungen oder auch vielleicht mit religiösem Firnis darüber, die wir heute weltweit auch noch haben. Also ich meinte mit demokratisch, ich wollte extra damit provozieren ein wenig. Das heißt ja auch frei verfügbar, leicht verfügbar. Für jeden, der sagt, ich will jetzt kämpfen für eine gute Sache. Ja. Also ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass der Krieg so eine alte Institution ist. Dass also wir seit Jahrtausenden in dem Denken sind, dass es irgendwie zur menschlichen Existenz dazugehören würde. Wobei die Forschungen ja sagen, dass die größte Teil unserer Geschichte wir höchstwahrscheinlich keinen Krieg geführt haben, sondern nomadiert sind und uns aus dem Weg gegangen sind, wenn es Konflikte gab. Und dass das Überleben der Menschheit vielmehr auf Kooperation und Intelligenz beruht. Und beides ist im Krieg eben, ja, also da steht der Krieg da entgegen und es gibt auch keinen Aggressionstrieb. Also ich denke wirklich nachhaltig Befreiung, Revolution, Demokratie und nachhaltig Sicherheit zu erreichen, ist Krieg, ist Militär einfach ungeeignet. Das wird immer wieder deutlich. Und die posttraumatische Belastungsstörung, wenn ich darauf nochmal zurückkommen kann, ist nur ein Faktor von vielen, der zeigt, Krieg nährt den Krieg. Na, also diese Warlordisierung, diese ökonomischen Strukturen im Krieg, die sich selber am Laufen halten und auch eben diese psychischen Verletzungen, die wiederum dazu führen, dass Gewalt ausgeübt wird. Also ich denke, wenn man wirklich was erreichen will, um Menschenrechte zu schützen, um an der Seite der Unterdrückten zu stehen, wie Herr Gauck gesagt hat, dann müssen wir zivile Mittel anwenden und wie Jan van Aken gesagt hat, davon gibt es so viele. Die werden aber immer wieder ignoriert und stattdessen wird gesagt, ja, jetzt ist Ultima Ratio, jetzt muss man doch militärisch vorgehen. Also ergänzend, für mich ist Krieg keine alte Institution, sondern eine überalterte Institution. Und zwar angesichts der Tatsache, dass die Massenvernichtungswaffen, egal wie wir sie definieren, also ob wir die Atomwaffen nehmen oder die Wasserstoffbomben oder jetzt die Kleinwaffen, ja immer bedrohlicher werden und jetzt wirklich ein Existenzproblem, ich sag mal seit Mitte des letzten Jahrhunderts spätestens, besteht. Wir wissen, dass wir Overkill-Kapazitäten haben im Atomwaffenbereich, bis jedes Bakterium auf der Erde 7-mal getötet werden könnte. Was für eine absurde Rechnung, wenn wir denn all diese Atomwaffen einsetzen würden. Ich würde gerne die Frage, die Sie mir nicht gestellt haben, aufgreifen. Gibt es denn eine Waffenlieferung, die rechtfertigt zum Beispiel, wenn wir schon die Soldaten schicken, dann wenigstens die Waffen schicken? Wir hatten diese Diskussion in Deutschland vor gar nicht langer Zeit, wenn Sie sich entsinnen, als der Syrienkrieg seinen Anfang nahm, dann fragte man hier ganz ernsthaft, und wir haben diskutiert auf den Podien in der Republik, ist es denn nicht sinnvoll, die Rebellen in Syrien mit Kleinwaffen und Panzern und Raketen und Granaten, wir haben ja so tolle in Deutschland, hochzurüsten, auszurüsten, dass sie diesen Diktator, der ja Chemiewaffen einsetzt, vom Erdboden verschwinden lassen. Und das Ergebnis und die Antwort ist auf einer anderen Ebene genau die gleiche, die Jan van Aken gegeben hat. Es gibt zu viel Waffen auf der Welt und nicht zu wenig Waffen. Es gibt zu viel Waffen in Syrien und nicht zu wenig Waffen. Und es gibt nicht die richtigen Hände und die falschen Hände. Wenn wir uns die Rebellen in Syrien anschauen, dann eint sie ein einziger Gedanke, nämlich diesen Diktator verschwinden zu lassen. Wenn der weg ist, wird dieser Bürgerkrieg fortgesetzt. Und dann würde er fortgesetzt werden mit, auf welcher Seite auch immer, in der Regel auf beiden Seiten, mit deutschen Waffen. Und das ist etwas, was mir auch in Vorbereitung des heutigen Abends aufgefallen ist. Ich habe mich nochmal mit der Firma Krupp beschäftigt in Essen und habe festgestellt, die macht genau das Gleiche, was unsere Firmen heute auch tun. Sie beliefert nämlich beide oder mehrere Konfliktparteien. Also Krupp im Ersten Weltkrieg hat sowohl die deutschen Streitkräfte als auch die britischen Streitkräfte hochgerüstet. Und die Granaten von Krupp trugen, also auf englischer Seite eingesetzt gegen die deutschen Streitkräfte, trugen sogar den Stempel von Krupp.
Ja, man hat also seitens der Firma sowohl verdient, wenn die Engländer geschossen haben, als auch wenn die Deutschen geschossen haben. Und dieses Prinzip hält sich bis heute. Im Libyen-Krieg, um mal bei einem der aktuellen Kriege zu bleiben, wurden von allen drei Konfliktparteien deutsche Waffen eingesetzt, übrigens von der gleichen Firma, Daimler ERDS und ERDS MDBA. Sprich, das ist absolut makaber, zynisch und wie immer man das sagt. Es gibt eigentlich aus Sicht der Firmen nur ein einziges Interesse, während die Politik sagt, Frieden, Abrüstung, Demokratie, Wahrung von Menschenrechten, da braucht man nur die Tagesschau einzuschalten, da hören wir diese Floskeln, die profitorientierte Rüstungsindustrie hat drei Argumente. Nein, das gilt doch nicht. Gleich. Wollen Sie denn die Arbeitslosen? Ja, da kommen wir gleich dazu. Erstens, Argument 1 für die Rüstungsindustrie. Erstens, ich widerspreche nochmal, Profit. Argument 2, Profit. Argument 3, Profit. Das gibt es nicht mit Menschenrechten. Entschuldigung. Und deswegen würde ich auf einer anderen Ebene genauso auf Ihre Frage antworten wie Jan van Aken und sagen, natürlich verkauft man von uns, verkauft man das immer als Rettung von Menschenrechtsleben. Mein Gott, als in Srebrenica 7000 Menschen oder Muslime umgebracht wurden, da wird uns doch alles speiübel. Das ist doch nicht so, dass wir daneben stehen würden und irgendwie wegschauen würden. Ich weiß nicht, ob ich mich dazwischen werfen würde, aber ich würde ganz bestimmt keine Gewehre da reinliefern oder Gewehre einsetzen. Herr Beil. Das war nur ein Zwischenruf, weil das ja das gängige Argument ist, nicht? Die Arbeitslosen. Es ist jetzt wohl schätzungsweise 20 Jahre her, dass ich in der Evangelischen Akademie in Tutzing eine Tagung gemacht hatte zum Problem der Konversion. Es war gewissermaßen im Aufbruch der 90er Jahre, der Frieden in Europa, die berühmte Friedensdividende, ein gängiges Wort, die Konversion der Militärindustrie, der Rüstungsindustrie. Und da gab es diese außerordentlich überraschende Erfahrung. Wir hatten sowohl Betriebsräte dort, als auch Vertreter, natürlich nicht die Vorstände selbst, sondern die haben ihre Vertreter geschickt, ist ja zu heikel. Aber da war das große Problem, dass die Betriebsräte sagten, wir haben so viele Vorschläge gemacht für Umbauten unserer Produktionsanlagen, nur die Vorstände, sprich die Betriebsleitung, wollen es nicht. Also gut, ich bin kein Ingenieur, ich kann es nicht beurteilen, nur es war kein Dissens, es wurde auch nicht seitens der Betriebsleitungen widersprochen, dass man die Möglichkeit hätte, in Maßen und über gewisse Prozesse hinweg hier neue Produktionsanlagen zu errichten. Das sollte man nicht vergessen und sollte man auch manchmal wieder vielleicht vorbringen. Ich würde gerne ergänzen, ich habe der Pressesprecher von Heckler & Koch 1991 einen Konversionsplan für Heckler & Koch vorgelegt. Den hat sie gefühlte 15 Sekunden lang angeschaut, ja, und dann gegrinst und ihn zurückgegeben und gesagt, da verdienen wir aber nicht so viel. Und das ist genau dieser Punkt. Die Firmen selber werden nicht von alleine konvertieren, weil sie im Bereich der Rüstungsproduktion des Exports viel mehr und viel besser verdienen. Da muss eine Bundesregierung, jetzt weiß ich nicht, ob ich euch Linken wünschen soll, dass ihr da reinkommt, standgehalten diesen militärisch-industriell-politischen Komplex. Ob ihr das schaffen würdet, ich weiß es nicht. Ich bin da eher sehr skeptisch. Darfst du gerne was sagen, musst du ja jetzt was sagen. Aber jetzt nochmal auf den Punkt gebracht. Nur wir sollen nicht vergessen, das war kein kritischer Begriff, der militärische Rüstungspolitik. Damals nicht. Wir sehen Nein, den hat Eisenhower entwickelt. Also ein konservativer General, der hat gesagt, wir haben hier in den USA diesen Komplex, ja, diese totale Verquickung und Verbindung. Das sollen wir nicht vergessen. Was ich wollte damit sagen, war, wir können nicht von der Rüstungsindustrie, auch nicht von den Gewerkschaftern, von den Kolleginnen und Kollegen in der Rüstungsindustrie erwarten, dass sie den Impuls geben. Weil selbst wenn sie ihn geben, das war ja, wie Sie zu Recht sagen, in den 80er und 90er Jahren war der Impuls da. Wir müssen regeln, dass die Politik sagt, wir wollen und brauchen keine Rüstungsindustrie. Warum? Deutschland ist umzingelt von befreundeten Staaten, aber bitte nicht von Feinden. Ich möchte Ihre, Sie sind hier alle unter sich, Friedensbewegung, man ist einer Meinung, aber ich möchte da mal ein bisschen drüber hinauskommen. Und mal danach fragen, woran es eigentlich liegt, dass die Friedensbewegung heute in Deutschland so leise klingt, auf so wenig Interesse stößt. Also ich will jetzt gar nicht mit den Zahlen der Ostermarschierer anfangen oder mit dem völligen Fehlen großer Debatten wie zur Zeit der Nachrüstung oder von Mutlangen. Ich möchte nur nach ein paar Gründen dafür fragen, vielleicht auch selbstkritisch. Herr Beil, könnte das damit zusammenhängen, dass wir schon lange nicht mehr in einem Zustand sind, wo sich junge Menschen überhaupt noch
irgendeinen Kriegsdienst oder einen Wehrdienst verweigern müssten, weil sie gar nicht mehr eingezogen werden. Es kam ja diese Jahre, wo die jährliche Musterungsrate oder wie das genau heißt, schon so niedrig lag, dass wir im Grunde schon die Begebigkeit hatten. Und seit 3 Jahren ist die Wehrpflicht ausgesetzt. Das heißt, wir haben heute eine Armee von Freiwilligen. Es wird dafür geworben, Karriere und Zukunft. Ich habe mir jetzt gerade einen Werbespot der Bundeswehr mal angesehen. Da sitzen sich 2 junge Leute in einem Bistro gegenüber, überzeugen sich gegenseitig von den Vorteilen der Bundeswehr. Die junge Frau möchte da kreativ wirken und Neues entdecken. Der junge Mann möchte natürlich was mit Technik machen und am Schluss kommt dann dieser Ausruf, aber in Sachen Karriere so richtig durchstarten. Und ich finde den Kommentar dazu des Kurvorsitzenden des Deutschen Bundeswehrverbandes gar nicht so schlecht, der von der Verteidigungsministerin verlangt, mal mehr darüber zu sprechen, was Schießen auf andere bedeutet und was Schießen auf mich bedeutet. Also diese Fragen brauchen ja gar nicht mehr diskutiert zu werden, Herr Bald, seit wir die Wehrpflicht nicht mehr haben. Trägt das auch damit dazu bei, dass die Friedensbewegung heute so schwach wird? Also Sie wollen uns ja ein bisschen provozieren, haben Sie gesagt. Also bleiben wir mal zunächst bei dieser Frage mit der Wehrpflicht. Ich glaube, wir haben alle vergessen, dass vor 15 Jahren oder so etwa tatsächlich 150.000, 170.000 ausdrücklich nicht zur Bundeswehr gehen wollten. Und dass jetzt, wo die Freiwilligenkonstruktion da ist, im ersten halben Jahr, wo man gewissermaßen leicht aus seinem Vertrag aussteigen kann, zum Teil ein Drittel die Kompanien verlassen, zum einen. Zum Zweiten, darüber wird gar nicht geredet, dass unter diesen Freiwilligen dann tatsächlich 3.000 bis 5.000 jedes Jahr wirklich in den Zivildienst übertreten. Das heißt, sie verweigern ihren Karrierevertrag, um ihre Begriffe aufzugreifen. Also ich finde, das ist eine ganz bemerkenswert hohe Zahl. Die können dann nicht mehr einfach aus dem Vertrag aussteigen und sagen, ich kündige, sondern sie müssen wirklich Kriegsdienstverweigerung als Antrag stellen. Und das 3.000 bis 5.000 im Jahr finde ich eine ungeheuer hohe Zahl. Das andere nun, was die Friedensbewegung betrifft, da ist die Angelegenheit komplizierter. Ich meine, die Psychologin wird uns vielleicht noch ein bisschen weiterhelfen, aber zu allen Zeiten war die Friedensbewegung eine massenhafte Bewegung, wenn es um einen konkreten Punkt ging. Ja? Hier die Atomwaffe in meiner Nähe. Ja? Stellen Sie sich vor, in München, in der Nähe von München, es gab ja das wissen die meisten nicht, Kanonen, mit denen man Atomwaffen verschießen konnten. Stellen Sie sich mal vor, da wird von Neubiberg draußen in München die andere Seite, Neubiberg bei München, wird die andere Seite von München mit solchen Atombomben verteidigt. Ja, solche idiotische Regelungen gab es noch bis Anfang der 90er Jahre. Bis Anfang der 90er Jahre hatte die Bundeswehr noch 4.500, also amerikanische, aber für die Deutschen vorgesehen, 4.500 Atombomben. Das muss man sich mal vorstellen. Welche reale, konkrete Bedrohung, ohne dass vielleicht jeder solche Zahlen kannte, es hier gab. Und wenn ich aber sehe, wie viele Menschen sich heute zu diesem Thema angezogen fühlen, für mich ist jeder von ihnen Teil einer Friedensbewegung. Und das sollten wir nicht unterschätzen. Und wenn die Zahlen ja so groß sind als Befragung in der Bevölkerung, wer würde denn jetzt hier diese verantwortungsvollen Einsätze, die guten Worte haben wir ja vorhin gehört, nicht? Ich meine, wie man das artikuliert, nicht? Verantwortungsvolle Einsätze für Menschenrechte und Terrorismus und gegen Terrorismus, ja, da kann ja nur jeder für sein und trotzdem sind die Ablehnungszahlen hier so außerordentlich hoch. Das heißt, wir haben in der Bevölkerung eine enorm hohe Überzeugung vom Sinn der Kultur der Zurückhaltung militärischer Einsätze nach draußen. Also 71% der befragten Bundesbürger sind gegen Auslandseinsätze. Das sind Zahlen, die erreichen Sie in keinem anderen europäischen Land. Ich würde da gerne mal eine andere Note reinbringen, weil es ist schon richtig, dass wir eine ganz, ganz große Ablehnung haben, aber es ist doch auch richtig, gucken wir uns doch mal ernsthaft in die Augen, dass es nicht viel Bewegung gibt. Das ist einfach so. Ich war auch 83 in Bonn, irgendwie, da war es 1 Million und ich erinnere noch ganz genau,
genau die letzte bundesweite Afghanistan-Demo 2010, bundesweit ein halbes Jahr mobilisiert, in Berlin 2000 Leute. Das hat mich zutiefst frustriert. Und da müssen wir uns einfach auch mal überlegen, woran das liegt. Ich glaube, es gibt einen relativ simplen Grund, und das ist, dass bei Dingen, wo die Menschen das Gefühl haben, da kann ich jetzt eh nichts dran ändern, dass da natürlich wenig Bewegung entsteht oder wenig Massenbewegung entsteht. Das entsteht, glaube ich, erst dann richtig in der größeren Breite, wenn du das Gefühl hast, an dem Punkt kann ich was wuppen. Und bei den Atomwaffen ist es einfach so, dass, glaube ich, mittlerweile alle sagen, die sind schlecht und die letzten 20 sollen auch noch raus aus Deutschland, aber da kann ich sowieso nichts dran ändern. Also da kann man in Bücher, glaube ich, organisieren und mobilisieren, so viel wie man will, da kriegt man nicht mehr als die üblichen Verdächtigen auf die Straße. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass wir das bei den Waffenexporten hinbekommen. Das ist was, da bin ich zutiefst von überzeugt, das werden wir gewinnen. Also wir werden ein Kleinwaffenexportverbot bekommen in nicht allzu weiter Zukunft. Das ist durchsetzbar, dazu bräuchten wir eine Bewegung auf der Straße. Ja. Das gewinnen wir, also bin ich zutiefst schon überzeugt, weil das ist so deutlich, also du hast ja alle Argumente gesagt. Also, und trotzdem, wenn es jetzt eine Aktion gibt, mobilisieren wir nicht groß zugegebenermaßen, aber es kommen auch nicht mehr als 40, 50 Leute. Also ich weiß nicht, wo ich in München, in Düsseldorf, in Berlin und so weiter hatten wir Aktionen, die gesamte Aktion Aufschrei mobilisiert und wir kriegen 40, 50 Leute. Und das ist der Punkt, den ich nicht verstehe. Weil das ist was, das ist attraktiv, das ist neu, das sind klare Gegner, da hat man irgendwie die Firma vor der Haustür, da kann ich ganz einfach mal mitmachen und ich kann es gewinnen und trotzdem kriegen wir die Leute nicht mobilisiert und das verstehe ich nicht. Das macht mir auch ein bisschen Sorgen. Vielleicht müssen wir uns in der Mobilisierung noch mehr anstrengen, aber da müssen wir als Friedensbewegung gemeinsam uns eingestehen, da sind wir verbesserungswürdig, oder? Ja, wir haben natürlich auch etwas anderes. Ich denke, wir müssen etwas in größeren Zeiträumen denken und uns erinnern. Es war unter sehr vielen, auch Zeitungskommentaren, meinetwegen dieser berühmten konservativen Zeitung, in der immer der kluge Kopf ist, also die FAZ, war es Ende der 90er Jahre selbstverständlich auszusprechen, dass die Diskussions- und die Kritikkultur in Deutschland sehr zurückgegangen sei. Man sprach von einer allgemein verbreiteten Restauration. Also das war also eine friedliche Beurteilung der Verhältnisse. Ich würde sagen, diese 16 Jahre der Regierung Kohl in der Form, wie die damalige Einigung organisiert wurde, haben natürlich enorme lethargische Verhältnisse in der Bevölkerung herbeigeführt. Und und dann kam die große Enttäuschung für manche, wie dieser starke Kanzler Schröder sich hier und da verhielt und den Krieg zum Normalfall auch der Möglichkeiten an der Politik erklärte. Das hat sehr viele desillusioniert. Also diesen Teil der Mentalitätsgeschichte, des Milieus hier in Deutschland, das soll man nicht unterschätzen. Und wenn Sie in die Jugend schauen, da haben Sie ja oft die Ausflüsse, nicht? Ja, nur was macht Spaß, was ist hier leicht, was ist sonst wie? Das ist ein Teil dieser Regression, nicht? Die da für mich stattgefunden hat. Ich weiß jetzt nicht, ob Regression der richtige Begriff ist, ne? Aber für mich sind hier ganz viele Wurzeln, die diese Zurückhaltung mit erklären. Ja, wir haben jetzt mehrere Faktoren so angesprochen. Ich glaube, es ist wirklich sehr komplex, warum Menschen sich engagieren oder dann auch nicht engagieren. Und wir müssen halt gucken, da wo wir einen Einfluss haben. Und ich glaube, dass in der Friedensbewegung wir diesen Generationenwechsel nicht so richtig hingekriegt haben. Also ich glaube, viele von unseren Veranstaltungen sind eben nicht so attraktiv, wie die jetzt da vielleicht sind. Also auch in unseren Methoden sind wir vielleicht... Chor auch noch. Yeah. Ja, oder nein, Herr van Acken sagte ja, also es gibt da gut organisierte Sachen von Aufschrei und trotzdem kommen nicht so viele. Ich glaube, das braucht ja auch einen gewissen Vorlauf. Und da wird ja auch in sozialen Bewegungen experimentiert. Und ich glaube, da ist auch noch ein gewisser Modernisierungsbedarf durchaus in der Friedensbewegung vorhanden, auch in unserer Diskussionskultur. Also ich erlebe das schon so, dass wenn dann wir Älteren da sitzen, dass es für die jüngeren Leute, die kommen dann einmal und dann verziehen die sich wieder, weil sie auch irgendwie kein Bein an die Erde kriegen. Also ich glaube, wir könnten da attraktiver werden, wir könnten andere Methoden benutzen. Und was ich auf einer anderen Seite auch sehe, ist die Anti-AKW-Bewegung, wenn die dafür sorgen, dass mehr Erneuerbare hier gefördert würden. Jetzt haben wir ja gerade wieder einen Backlash, aber das ist auch friedensfördernd. Oder Gentechnik sein oder
gegen Tierversuche. Also ich glaube, dass friedensfördernd auch das Engagement in anderen sozialen Bewegungen sein kann und wir vielleicht da auch noch mehr so Crossover-Projekte hinkriegen können. Ist es vielleicht auch, Herr Preskow, würde ich mal die weitergeben, das ist das Gefühl, was mich manchmal so beschleicht. Also wenn ich an das Geburtsland Mahatma Gandhis denke, ja, den Nachbarn Pakistan, wenn ich überhaupt so die ganze Welt anschaue, Brasilien zum Beispiel. Ja. Brasilien hat einen riesen Aufschwung durch seine Rüstungsexporte, ja, das ist nur so Krach. Dann habe ich manchmal das Gefühl, also dieses ganze Denken, diese Friedensbewegtheit, das wird immer mehr zu einem, ja, also haben Sie schon mal jungen chinesischen Pazifisten getroffen? Also, jetzt zum Glück darf ich antworten mit Ja. Die IPPNW ist ja auch eine internationale Organisation, hat ja auch den Friedensnobelpreis gewonnen, zu Recht. Wir haben die War Resisters International am Jahrestreffen und treffen uns dann auch zum Beispiel in Indien. Und es kommt Zulauf aus all diesen Ländern, es sind ganz viele junge Menschen dabei, aber es ist tatsächlich ein Unterschied zur Situation in Deutschland. Nun habe ich das Vergnügen, Lehrer zu sein, und ich meine das ganz ernsthaft in dieser Formulierung. Man hat junge Menschen und die sind anders, aber die sind trotzdem so, dass die auf die Straße gehen. Es gibt kein besseres Beispiel als Stuttgart 21. Was habt ihr auf die Beine gestellt? Und wir Badener, wir waren immer so stolz auf unser Wiel. Und was haben wir mit den Bauern und den Studenten? Und dann kommt ihr, macht Stuttgart 21. Und ihr habt eine unglaublich breite Bewegung hingekriegt. Und dann haben wir in den badischen Schulen, also ich betreue 496 Schulen am Regierungspräsidium Freiburg, wir haben diskutiert an den Schulen, ja, was ist denn mit dieser Polizei in Baden-Württemberg los? Und die Kinder haben es überhaupt nicht verstanden, weil wir Mediation in den Schulen waren, weil wir Schülerstreitschlichterprogramme haben und. Und die vor dem Fernseher saßen, wir haben die Bilder angeschaut und die haben gesagt, es darf ja nicht wahr sein, wieso schlagen die zu? Gewalt ist doch keine Lösung. Und das sagen die Kinder über die Polizisten in Stuttgart. Ja. Und das ist vielleicht nochmal so ein Hinweis darauf, die Friedensbewegung ist nicht mehr die Friedensbewegung der 80er Jahre. Sie ist anders und die Kinder sind auch nicht bereit, fest in Organisationen einzutreten, um Mitglied zu werden, aber sie sind durchaus bereit, auf die Straße zu gehen und zu sagen, ich lasse mir das nicht gefallen und ich mache das nicht mit. Und dann ist noch was wir bis jetzt in Zahlen gefasst haben, aber was ich gerne anders untermauern würde. Also beim Waffenhandel gibt es Umfragen, die sind zwischen 82 und 87, manchmal auch 78% der Deutschen sind gegen Waffenhandel. Und zwar für einen völligen Stopp des Waffenhandels, völliger Stopp. Was passiert in Berlin? Das exakte Gegenteil. Ja? Eine Regierung, wechselnde Regierung, die auf Teufel komm raus, aber nahezu jeden kriegführenden Staat, nahezu jeden menschenrechtsverletzenden Staat und nahezu jede Diktatur bis an die Zähne mit deutschen Waffen ausrüstet. Und dann finde ich, das ist schon jetzt der Kern der Diskussion, wie kriegen wir diese Menschen dazu, die in ihrem Fernsehsessel sitzen, sich von 30, Entschuldigung, Programmen verblöden lassen, Abend für Abend, wie kriegen wir die dazu, auf die Straße zu gehen, vors Werkstor zu gehen, vor die Kaserne zu gehen, vor den Bundestag zu gehen, vor das Bundeskanzleramt zu gehen und dann eben nicht zu 20 oder zu 50 oder 500, sondern wirklich auch wieder zu Tausenden zu demonstrieren. Das ist vielleicht die Aufgabe und die Frage des Abends, die wir mit nach Hause nehmen und da weitermachen. Bevor ich jetzt... Eine Frage, da bitte um eine relativ kurze und knappe Antwort an alle der Reihe nach. Ich fange mit Ihnen an. Frau Grabenhorst, welche Bundeswehr sollte Deutschland haben? Welche eine Wehrpflichtarmee, die ausschließlich der Landesverteidigung dient, wie wir sie in der Bonner Republik gekannt haben, oder sollte sie gar keine haben? Ich denke, dass Militär keine Lösung ist, sondern ein Problem. Also im Militär gibt es hierarchische Strukturen, da werden Menschen, wird denen die Tötungsschwelle aberzogen. Wenn ich Militär habe, muss ich auch rüsten, dann wird die andere Seite auch rüsten. Man kommt um das Wettrüsten nicht rum, da wird ja nicht mit guten Argumenten Krieg geführt, sondern durchsetzen tut sich der Stärkere. Also ich bin für die Abschaffung des Militärs und damit natürlich auch der Bundeswehr. Herr Bald, Sie sind in Ihrer ganzen wissenschaftlichen Karriere schon seit den 70er Jahren sowas wie ein kritischer wissenschaftlicher Begleiter auch der Bundeswehr. Sie haben sich auseinandergesetzt mit den Themen Staatsbürger in Uniform, innere Führung,
Das Hamburger Friedensforschungsinstitut ist seinerzeit von Helmut Schmidt, glaube ich, als Verteidigungsminister und Wolfgang Graf Baudissin gegründet worden. Wie sehen Sie das? Sind Sie dafür, dass die Bundeswehr abgeschafft wird? Oder wäre es vernünftig, die Bundeswehr so umzubauen, dass sie ausschließlich zur Landesverteidigung als defensive Armee dienen kann? Ja, das ist eigentlich die Einladung zum neuen Referat, nicht? Das ist klar. Ich sehe es etwas, sagen wir mal, pragmatischer. Wir sind in einer Welt, die tatsächlich ihre Konflikte und Probleme mit Gewalt löst, auch mit militärischer Gewalt. Und die verdeckten Agenten für Militäreinsätze, ob wir jetzt Syrien nehmen oder Irak oder was immer, ist völlig gleich. Es ist ja nicht da nur ein Aufstand von Menschen, die demokratisch eine Waffe gekriegt haben, ich sage das nur so mal, ne? Sondern es sind ja viele, sie sind ja instrumentalisiert von vielen von außen, die dort ihr Süppchen kochen. Ja? Und es schert sie alle nicht, ob da Zehntausende tot gehen und die Städte zerbombt werden. Also in diesen Situationen habe ich immer noch die Hoffnung, dass diese internationale Organisation wie die UNO und eine UNO-Friedensaufgabe einen Sinn macht. Also davon bin ich überzeugt. Diese Übergangsphase kann lange dauern. In heutiger Zeit muss Militär allerdings, wenn es überhaupt etwas bewirken will, hochprofessionalisiert sein. Eine Wehrpflichtarmee alter Art würde dafür überhaupt nicht geeignet sein. So, also als erstes wäre ich für eine Bundeswehr hochmodern, auch entsprechend bewaffnet, aber verkleinert auf 100.000 oder ähnliches mehr. Zweitens, ihr Einsatz müsste gebunden sein, nicht an eine internationale Gemeinschaft, wie die Bundeswehr führungssicher oder unsere politische Leitung sicher herausnimmt aus der Verantwortung von der UNO. Internationale Gemeinschaft in diesem Verständnis wird seit 15 Jahren so verstanden, wenn die Engländer und Franzosen mit uns sowas machen, dann ist es eine internationale Gemeinschaft, also die Gutwilligen. Das allerdings dürfte in meinem Verständnis nicht sein, weil das dazu führt, wie es jetzt heißt, vom Einsatz her denken mit dem Ziel, wie der gegenwärtige Koalitionsvertrag sagt, den Wohlstand bei uns schützen, sprich die Rohstoffverbindungen für Deutschland herstellen und militärisch absichern und wie es dann in weiteren Weisungen fürs Militär heißt, auch anderen Ländern unseren Willen aufzwingen. Was heißt das anderes als konkrete Militäreinsätze in kolonialer Art, nur nach modernen Gesichtspunkten? Also das um Gottes Willen dürfte nicht sein und da kann nur jeder politische Sachverstand dafür sorgen, dass das nicht umgesetzt würde. Nur die gegenwärtige Regierung von CDU, CSU und SPD wollen es so. Das dürfen wir nicht vergessen. Es ist nicht nur der Gauck, der so redet, sondern seine Sprechblasen sind wörtlich aus dem Koalitionsvertrag. Also richtet die Kritik primär an die Frau Merkel, an den Herrn Außenminister und entsprechende Vertreter. Auch wenn es Vertreter der Kirche sind, wie wir heute gelesen haben, dass die evangelische Kirche sich ausdrücklich hinter Gauck stellt. Und da wird es langsam schlimm. Ja. Ich muss dazu sagen, der Bundespräsident ist aber auch von Vertretern der evangelischen Kirche kritisiert worden, auch von Pfarrern. Wir haben ja einen Vertreter der Opposition, Jan van Aken von der Partei Die Linke. Eine ganz präzise Frage, Herr van Aken. Ein Auslandseinsatz, eine sogenannte humanitäre Intervention im Auftrag der Vereinten Nationen. Wären Sie einverstanden, wenn die Bundeswehr dafür den Vereinten Nationen zum Beispiel als Blauhelme, aber auch bewaffnet Soldaten zur Verfügung stellt? Nein. Präzise Frage, präzise Antwort. Nein, ich nicht. Aber wenn Deutschland Nein sagt, wo sollen dann die Vereinten Nationen ihre Blauhelme herbekommen? Ja, vielleicht sollten sie erstmal was ohne Blauhelme versuchen. Also an Ihrer Frage ist ja ein Ding ganz entscheidend. Sie haben gesagt, humanitäre Intervention. Es gibt keine humanitären Interventionen. Militärische Interventionen gibt es nicht. Das Spannende ist ja,
das haben die schon vor 15 Jahren erkannt und haben gesagt, das kommen wir nicht mehr durch, das glaubt uns kein Mensch mehr, dass wir Mädchenschulen mit mehr Waffen in der Hand bauen, also brauchen wir ein neues Konzept und haben dann... Jetzt von den Vereinten Nationen, nicht von der Ich rede die ganze Zeit von den Vereinten Nationen. So, dann haben beide Vereinten Nationen, Kanada also war... Afghanistan ist ja NATO, nicht Vereinte Nationen. Nein, ich rede tatsächlich, aber auch humanitäre Intervention war klar, es funktioniert nicht, das macht keiner mit. Glaubt einem keiner mehr, dass das funktioniert. Also war der nächste Schritt, haben wir Kanada vorgeschickt, ein neues Konzept, Responsibility to Protect, heißt es heutzutage. Die sagen alle selber, humanitäre Intervention ist nicht mehr. Also der Sprachgebrauch ist bei der UNO schon seit 15 Jahren weg, jetzt heißt es R2P, Responsibility to Protect, Schutzverantwortung. Das einzige Schutzverantwortung. Der einzige Grund für dieses ganze Konzept, für das ganze Gerede, für diesen ganzen langen Text und so weiter, es geht nur darum, militärische Interventionen besser zu verkaufen. Wir müssten dazu eine eigene neue Abendveranstaltung machen, um über das Konzept zu reden, aber dahinter steckt nichts als Propaganda. Denn jede Entscheidung für einen UNO-Militäreinsatz wird im Sicherheitsrat gefällt. Und das eine habe ich in den 2 Jahren bei der UNO gelernt, das sagen alle bei der UNO, ganz simpel, vor der UNO sind alle Länder gleich, aber einer ist gleicher. Und genauso läuft es da auch vor Ort. Wenn die Amerikaner oder neulich waren es nochmal die Briten und die Franzosen was durchsetzen wollen, dann wird es am Ende einfach durchgesetzt über den Sicherheitsrat und dann ist es blanke, brutale, egoistische Interessenspolitik einzelner Staaten. Das hat nie was mit Menschen zu tun oder mit Menschenleben oder mit Menschenrecht. Das können Sie vollkommen vergessen. Wenn es um Menschenrecht ginge, dann wäre die gesamte NATO und die gesamte UNO schon seit 20 Jahren in Saudi-Arabien. Tun Sie nicht. Es geht nicht um Menschenrecht. Das heißt aber, und dann würde ich es auch bitte öffnen, das heißt aber, wenn die Vereinten Nationen aus ihrer Sicht keine deutschen Waffen oder deutschen Soldaten brauchen, dann braucht Deutschland eigentlich auch keine Bundeswehr. Ja. Sagen Sie als Abgeordnete der Linken. Das sage ich als Linker, als Jan van Aken, als was auch immer. Ich finde, Deutschland braucht keine Bundeswehr. Wissen Sie, mein Traum ist, wir haben in Hamburg, da komme ich her, bin nie aus der Stadt rausgekommen so richtig, da haben wir die Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr. Und da sage ich immer, ein super Projekt der Konversion wäre doch, dass man aus dieser Helmut-Schmidt-Universität der Bundeswehr sagt, die Hälfte eurer Professuren, Dozenten, Geld und so weiter, nutzen wir jetzt dafür, zivile Konfliktmediatoren für die ganze Welt auszubilden. Da ist so viel Geld, da können wir 1000 ausbilden, das ist wunderbar. Und die andere Hälfte nutzen wir dafür, Konversionsprojekte für die Rüstungsindustrie zu entwickeln. So, das ist ganz praktizierte Friedensarbeit und Abrüstung. Da kann man die ganzen Ressourcen, die jetzt irgendwie für Bundeswehrausbildung dahin geht, kann man sinnvoll nutzen. Jetzt haben wir ein kleines technisches Problem. Wir haben kein mobiles Funkmikrofon für den Saal. Deswegen würde ich jetzt diejenigen bitten, die sich melden, aufzustehen und laut und deutlich zu sprechen. Und wenn es denn nicht ankommt, ich wiederhole es dann gern nochmal. Ich habe ein bisschen Überblick verloren. Seien Sie mal fair, ich meine, da vorne war eine Dame. Dann fange ich mal mit Ihnen an jetzt. Dann sind Sie da hinten dran. Also okay. Ich wollte einfach auch nochmal, vorher hat man mit 40, 50 Menschen gesprochen. Letzten Montag war der Marktplatz voll wieder. Das sind 4 Jahre, wo man hier hingeht. In den Medien kommt nichts. Wir waren also bestimmt 2.000 bis 3.000 Menschen. Das fehlt ja nicht mehr. Das heißt, auch, oder wenn ich dann nochmal denke an das Internet, was jeden Tag da an Möglichkeiten, sich einzusetzen für eine humane Change.org und so. Da läuft schon viel und dann kommen viele, viele Stimmen zusammen. Aber meine Frage wäre nochmal, die andere Sache ist ja nochmal, vielleicht noch eine dritte Sache mit dem Bund, mit Bundeswehr raus aus den Schulen. Das haben die Grünen wollen. Ich musste mir, nachdem sie an der Regierung sind, auch sagen lassen, wo, auf welchem Planet das Ding vom Grünen, dass man meint, dass was vorher gesagt wird, nachher gemacht wird. Also diese Frage, wie man überhaupt damit umgehen kann. Wir haben keine Gewaltenteilung mehr, die Polizei, also die Justiz hat in Stuttgart wirklich immer für die Wirtschaft und so geurteilt. Und die Medien auch, die machen nicht mit. Also Frage, was muss man eigentlich tun, um gesehen zu werden? In Stuttgart wird noch nicht gesehen mit 3.000, da ist nur eine Splittergruppe. Ich werde ein bisschen weiter sammeln und die Frage hätte ja eigentlich an mich als Journalisten gerichtet werden müssen. Wenn ich es richtig verstanden habe, bemängeln Sie das über eine Demonstration der Friedensbewegung nicht
ausreichend berichtet worden ist. Also Stuttgart 21 und so, das möchte ich jetzt mal ein bisschen beiseite lassen. Und zwar jemand da ganz... Ja. Die hochgerüstet war, weil es eine Rüstungsstadt ist, mit einer Benz- und einer Automobilindustrie hat. Und das heißt natürlich, das Öl war, ist nicht verfügbar in Amerika auch. Da haben wir wenig darüber gesprochen, hohe Lebensstandards soll erreicht werden, jede Regierung in Amerika, in Europa, aber nicht die Lebensqualität entscheiden. Und dann braucht man auch natürlich dann die Waffen und so weiter. Da haben wir wenig gesprochen. Wir sind ein Teil auch ein Problem der Ressourcensicherung, weil jede Außenpolitik ist ressourcenorientiert. Jetzt die Frage, ich weiß, Sarajevo, da haben 1000 Kriegsleute sich getroffen, gerade vor zwei Wochen, 6. bis 9. Juni, da war eine Delegation dort. Und da war eine Krise, das teilt er nicht alle. Dass da, wo Waffen hergestellt werden, exportiert, gehandelt, da haben wir nicht über Drohnen gesprochen, schon Militärstandsleute, die da stattfinden, da gibt es auch Kriege. Wir haben hier eins vor der Haustür, wir haben zwei Militärstandorte Eupen und Abendekon, wo die Kriege, die modernen, geführt werden, die sind ja viel subtiler. Im Bundestag haben wir 80% Zustimmung, in der Bevölkerung 80% eine passive Zustimmung. Und meine Frage geht nicht nur in die Runde, wie schaffen es wir denn, dass wir aus dieser passiven eine aktive Mehrheit machen? Und dazu ein Vorschlag, den es aus Sarajevo kommt, den wir eingebracht haben, den 10. Dezember, den Tag der Menschenrechte, zu nutzen, als ein Tag für ein Menschenrecht auf Frieden. Das ist die historische Erfahrung von 100 Jahren Kriegen, die noch weiter geht. Immer ein Krieg, der nächste, wir haben eine Geschichte der Kriege, nicht des Friedens. Und wenn wir da die Militärstandorte besuchen, sie blockieren, die Militärbasen, wir fangen unsere Haustüren, dann hätten wir mal eine weltumspannende Aktion, wo alle Menschen im Irakkrieg mal 100 Millionen aufstehen und die Militärindustrien, die Luftwege, alles blockieren, da wo Krieg gedacht wird im Parlament, gehandelt und produziert wird, das ist der Vorschlag, den lasse ich rumgehen, der ist formuliert und es gibt nächste Woche eine Friedensstadtwoche hier in Stuttgart, wo wir hier beginnen vor unserer Haustür, damit wir auch handlungsfähig wieder werden und nicht analysieren. Wir müssen rauskommen, Fußballweltmannschaft, Hunderte gehen auf die Straße. Wenn wir das nicht schaffen, dass wir mal auch auf die Straße gehen, nicht für den Fußball, sondern für den Frieden, dann werden wir weiter. Bravo, Henning. Das habe ich mehr als Vorschlag verstanden. Und jetzt möchte ich... Ich glaube, Sie waren erst dann und dann aber der Herr, der sich da hinten in dem grünen T-Shirt meldet. Aber Sie zuerst, bitte. Ja, okay. Ich möchte was sagen zu den Gründen, weshalb die Friedensbewegung relativ schwach ist. Ist es vielleicht ein bisschen vermessen, das zu formulieren. Vielleicht ist es besser zu sagen, was hat die vergangenen Friedensbewegungen stark gemacht und was ist heute anders? Die starken Friedensbewegungen waren damals gegen den Vietnamkrieg. Eine starke Friedensbewegung war gegen die Pershing. Und die beiden Bewegungen unterscheiden sich von heute, dass damals große Themen aufgegriffen worden sind. Politische Themen, weltumspannende Themen. Ich finde es richtig, Kleinwaffen und diese Themen zu nehmen und darauf aufmerksam zu machen, aber das sind nicht die Themen, die große Bewegungen erzeugen. Heute gibt es ganz andere große politische Themen, das ist schon angesprochen worden. Wir haben hier in Stuttgart das Afrikom. Wir haben seit ungefähr 10 Tagen das erste offizielle Treffen der Bundeswehr mit Afrikom hier in Stuttgart gehabt. Die Bundeswehr hat die allermeisten Auslandseinsätze in Afrika. Es sieht so aus, und es hat das Internationale Institut für strategische Studien in London mal angeregt und gesagt, es sieht so aus, dass es eine Arbeitsteilung gibt zwischen den USA, pazifischer Raum, Nähe China, und Europa, Bundesrepublik Afrika. Und das deutet sich bereits an mit diesen unglaublich vielen afrikanischen Einsätzen. Dann ist in der letzten oder vor ungefähr 14 Tagen sind die afrikapolitischen Leitlinien rausgekommen. Die sollte man sich wirklich zu Gemüte führen, was da alles drinsteht. Da ist sehr präzise genannt, manchmal verschleiernd, manchmal auch sehr präzise, was diese Bundesrepublik möchte. Und zum Schluss möchte ich sagen, in Stuttgart hat sich wiedergegründet oder neu belebt eine Gruppe Stuttgart vom DFGVK,
Und die machen am 13. oder wir machen am 13. Juli einen Spaziergang vor das Afrikom. 15 Uhr, Parkplatz vorm Afrikom. Wäre gut, wenn viele kommen. Ja, ich sag, jemand von den Walter Gresslin ganz genau zu diesem Punkt, was ist Afrikom und was ist dran an der These, dass es da so eine Arbeitsteilung gibt, die Frau eben angesprochen hat. Bitte. Ich würde gerne zu drei Themen was sagen. Das erste ist genau das. Ihr habt in Stuttgart und ganz viele, die hier im Saal sind, wissen das, aber ich glaube, in der Bevölkerung ist es noch weithin unbekannt. Die Zentrale der Kriege sitzen, die gelaufen sind und die weiterlaufen werden. Gelaufen sind die Kriege im Nahen und Mittleren Osten über das EUCOM in Stuttgart und laufen werden die Drohnenkriege, die kommenden Drohnenkriege über das Afrikom. Und wenn wir jetzt darüber reden, wir müssen an die Orte gehen, wo Unheil verursacht wird, dann ist es Stuttgart. Und das muss man in dieser Deutlichkeit sagen, das muss man die Bevölkerung raustragen. Und meine Antwort ist, auf diese Friedensbewegung, wie sind wir stark, ist die Gründung der Aufschreikampagne. Wir haben uns zusammengetan, weil keine Organisation, die DFDVK auch nicht und Pax Christi nicht und Ohne Rüstung Leben nicht und die IPPN wenig und ist in der Lage, alleine Großdemonstrationen auf die Beine zu bringen. Wir müssen erkennen, dass wir sozusagen Partialinteressen nicht weiter pflegen dürfen, sondern sagen müssen, wir schauen uns diesen Globus an, so wie er strukturiert ist. Und dieser Globus heißt, jeden Tag verrecken 30.000 Kinder. Jeden Tag beutet ein Teil der Menschheit, und dazu gehören wir, einen anderen Teil der Menschheit aus. Und uns geht es deshalb besser, weil wir die Rohstoffe aus Afrika gesichert durch die Bundeswehr hier haben. Pünktchen, Pünktchen. Das ist sehr verkürzt dargestellt. Wir bräuchten mehr Zeit. Aber was wir sagen können, ist, wenn wir gemeinsam an diese Ziele rangehen, und nicht einzeln an diese Ziele rangehen, dann hat auch Henning recht, indem er dann sagt, lasst uns doch diesen 10. Dezember nehmen, als der Tag, wo egal welche Organisation aufruft, in Stuttgart vor dem Afrikom, vor dem EUCOM zu demonstrieren. Das zweite ist, dass diese Bewegung Bundeswehr raus aus den Schulen. Also erstmal wurden wir tatsächlich, und ich sage es so deutlich, angelogen von den Vorgängern, also damaligen Oppositionsparteien, heute Regierungsparteien, Grüne und SPD. Die haben uns versprochen im Wahlkampf, dass sie den Koalitionsvertrag mit der Bundeswehr kündigen werden, wenn sie an der Macht sind hier in Stuttgart oder im Landtag. Und sie haben es bis heute nicht getan. Und ich ärgere mich grundsätzlich darüber und heftigst darüber, dass es jetzt heißt, aber liebe Freundinnen und Freunde von der Friedensbewegung, ihr dürft auch in die Schulen. Sorry, ich arbeite im Regierungspräsidium, ich weiß, wie das funktioniert. Wir durften schon immer in die Schulen, das war überhaupt nicht die Frage, sondern die Frage ist, dass der Koalitionsvertrag mit der Bundeswehr gekündigt wird und dass wir dann Friedenspolitik wirklich in die Bildungspläne reinbringen. Einfach halten. Also gib mir 30 Sekunden. Ich finde, wir haben bei der UNO eins vergessen. Es gibt keine Alternative zur UNO, keine Frage. Aber die Waffenexporte, 2/3 der ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats, USA, Russland, Frankreich, Großbritannien und China, 2/3 der Weltwaffenexporte gehen über diese 5 Staaten. Also wenn man da, und das war deine richtige Antwort, aber ich gehe sie von einem anderen Punkt an, wir pumpen den Globus voll, und wir meine ich jetzt erstmal die 5 ständigen Staaten, und wenn Deutschland noch Mitglied im UN-Sicherheitsrat sind, dann sind es 3/4 aller Weltwaffenexporte. Wir liefern die Waffen, und hinterher ist die sogenannte humanitäre Intervention nichts anderes als das Einsammeln der selbst vorher gelieferten Waffen mit blauem Helm und nach dem Motto, jetzt bringen wir Frieden und Demokratie. Und das kann nicht Weltpolitik sein. Wir müssen das Zivile definieren, wir müssen das THW stärken, wir müssen die Bundeswehr abschaffen und wir müssen stattdessen Weltzivilmacht Deutschland werden. Die bisherigen Wortmeldungen, wurden die alle gut verstanden, auch ohne Mikrofon? Ja, bitte. Ihre Spartezeit, alles meine Daten und Informationen, was ich mache, privat von meiner eigenen Philosophie, meine eigene Wissen, von meiner eigenen Forschung, ist in meiner Homepage www.heroe.tv. Diese letzten 100 Jahre, meine Meinung, die schlimmste ist, heute ist mehr Verbrecher als vor 100 Jahren und noch schlimmer, mehr Ignorante als Verbrecher. Und so viele sind Verbrecher bewusst oder unbewusst. Wer sind unbewusst, ist akzeptabel. Wer sind bewusst als Verbrecher, viele sind als käuflich, Verräter und keine Moral für eigene Person oder eigene Familie. Die größte Waffe heute
speziell in Deutschland, die große Waffe sind Mutter, Vater, Kinder, eine gegen als andere. Genau die Einfluss von den Verbrechern. Ich habe gestoppt bis heute einen Bürgerkrieg, Terrorismus und einen Krieg. Ich habe gestoppt in Deutschland. Das sind meine Vorschläge bei den Politikern. Ich habe gekriegt Probleme als Familie, Geschäft und ich habe entdeckt, wie arbeiten die ganzen Verbrecher. Und keiner hatte Courage zu anzeigen. Und viele von den Verbrechern, von ihrer Ignoranz, haben keine Ahnung, was sie kann erleben selber. Okay. Und meine Frage ist, wer hat die Courage hier zu zeigen, wer ist verbrechen? Also nehmen wir davon mit, dass das Verhältnis von Kindern und Eltern, wie man in einer Familie zusammenlebt, dass das vermutlich sehr viel mit Frieden und Krieg auch zu tun hat. So, jetzt war da hinten eine Wortmeldung. Stehen Sie bitte auch auf und sprechen recht laut. Dankeschön. Mein Name ist Enzel, ich bin die Kollegin von Jan van Aken. Und wir wollten zwei Dinge erfahren. Einmal glaube ich, weil ja auch der Jürgen gesagt hat, ja, es geht ja eigentlich immer so weiter. Jede Regierung beugt sich letztendlich, auch egal in welchen Konstellationen. Und der Hauptvorwurf, der jetzt den Linken gemacht wird von einer anderen Partei, ist, ihr seid ja nicht regierungsfähig, wegen euren außenpolitischen Positionen. Das heißt, man wird regierungsfähig, wenn man Ja sagt zum Militäreinsatz, zur NATO, zu Rüstungsexporten und so weiter. Und ich glaube, es bräuchte endlich mal in der Gesellschaft wirklich eine große Antwort darauf, dass wir sagen, wir definieren 100 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg endlich mal Regierungsfähigkeit ganz neu. Wir wollen nicht diese Kontinuität von militärischen Interventionen, von Aufrüstung und so weiter. Wir hätten nämlich eine andere Chance gehabt nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber leider ging es ganz schnell aufgrund der Ost-West-Konfrontation in eine andere Richtung. Und nach dem Ende der Ost-West-Konfrontation war auch so eine Zäsur, wo es eine andere Möglichkeit gehabt hätte, eine Neudefinition. Und das wäre ein Vorschlag auch an im Grunde die Zivilgesellschaft zu sagen, nein, wir wollen ein neues Verständnis von Regierungsfähigkeit. Es muss ganz woanders hingehen. Und den zweiten Punkt, den ich noch erwähnen wollte, was junge Leute angeht. Also ich erlebe, dass viele junge Menschen sich derzeit in der ganzen Flüchtlingsbewegung engagieren. Ganz viele junge, jetzt in Berlin aktuell, Flüchtlinge schützen, die auf dem Dach sind. Da wird Unterricht ausfallen, am Montag die Klassen, um sich da solidarisch zu erklären. Und ich glaube, es wäre eine sehr gute Möglichkeit für die Friedensbewegung, die Frage der Rüstungsexporte und die Frage der Flüchtlinge, die hier sind, Opfer dieser Exporte, noch viel aktiver in die Öffentlichkeit zu bringen und gemeinsame Bündnisse da auch mit den jungen Leuten zu schließen. Leider entscheidet vermutlich, befürchte ich, über Regierungsfähigkeit oder nicht, der größere Koalitionspartner. Sie waren jetzt dran und dann die Dame hier vorne und dann müssen wir vielleicht noch aufhören, oder? Ja, bitte. Ja. Mein Name ist Lutz Horn. Ich möchte noch eine andere Perspektive anbringen, an der man wirken kann. Frau Hensel, Sie haben Zivilgesellschaft genannt und es wurden schon viele Vorschläge gemacht, was es Organisationen gäbe, wo man sich beteiligen könnte. Es ist auch alles richtig. Ich befürchte, bei vielen Dingen wird es bei den üblichen Verdächtigen im Büchel bleiben, die Jan van Aken vorhin erwähnt hat. Ich möchte auch dafür plädieren, sich in der unangenehmen Politik zu engagieren, und zwar nicht nur unter seinesgleichen, sondern auch da, wo man auf Widerspruch stößt. Ich persönlich bin, vielleicht sind Sie schockiert, Mitglied bei den Grünen. Ich bin in Pforzheim im Kreisverband und wir haben dort im Jahr 2012 zum Thema Schulfrei für die Bundeswehr einen Antrag formuliert an die Landesdelegiertenkonferenz, das ist der Parteitag der Grünen in Baden-Württemberg, wo wir ganz einfach geschrieben haben, Schulfrei für die Bundeswehr, wir fordern die Landesregierung auf, die Koalition, die Kooperationsvereinbarung zu kündigen. Sie wissen alle, worum es geht. Wir haben das ganz simpel gemacht, ein bisschen eine provokante Begründung geschrieben. Eine Parteifreundin von mir hat das Ganze eingebracht, wie das dann heißt, also die Rede auf dem Parteitag gehalten. Das Ganze war erfolgreich, weil wir knapp eine Mehrheit für diesen Antrag bekommen hatten. Das heißt, die Grünen als Partei in Baden-Württemberg wollen immer noch, dass die Landesregierung diese
Kooperationsvereinbarung kündigt. Die Landesregierung schert sich nicht darum, was Parteimeinung ist, aber das ist nicht der einzige Fall. Es ist erfolgreich, es ist eine sehr unerfreuliche Sache, weil im Vorfeld dessen die Landesregierung über verschiedene Kanäle versucht hat, uns das auszureden, diesen Antrag überhaupt zu stellen. Trotzdem haben wir es gemacht und trotzdem waren wir erfolgreich. Trotzdem ist nichts bei rausgekommen. Trotzdem bin ich noch nicht ausgetreten bei den Grünen und ich möchte Sie wirklich nur darum bitten, sich nicht nur mit Leuten zu umgeben, die genau Ihrer Meinung sind, sondern auch mit anderen, die im Zweifel auf die Füße zu treten. Danke. Sorry, die eindeutig letzte Frage oder Stellungnahme von Ihnen, bitte. Sie sind so nah, ich kann Ihnen noch nicht. Ja, also dieses Thema heute. Ich gehöre zur Generation, die vor dem Zweiten Weltkrieg geboren wurde und habe die Bombardements und ja, was da so dazugehört, erlebt. Den Tod ringsherum. Als ich dann erwachsen wurde, war ich auch in der Friedensbewegung sehr aktiv und habe aber gleichzeitig meine damaligen Kinder oder meine größer werdenden Kinder angesteckt. Und die wiederum haben ihre Kinder wieder angesteckt. So möchte ich also sagen, dass in einer mittlerweile recht großen Familie sehr viel interessante Friedensbewegte sind. Der Krieg, dieses Thema Krieg, was mein Leben so geprägt hat, hat jetzt einen Ausdruck gefunden in der Asylbewegung. Also dass ich Asylbewerbern helfe und dass hier Menschen zu mir kommen. Ich helfe vielen Menschen bei der Härtefallkommission, die mir erzählen, so Schlimmes, wie wir erlebt haben, ob das im Irak ist, im Iran, in Afrika, das möchten wir nie wieder erleben und wir sind froh, dass wir hier sind. Und ich finde diese Aussagen dieser Menschen, die eigentlich für den Frieden eintreten möchten, und die müssten wir viel mehr ernst nehmen. Was hier in Deutschland passiert, dass wieder 1000 Asylbewerber aufgenommen werden, warum kommen sie denn her? Was ist denn der Grund? Das ist doch Krieg, das sind doch die Waffen. Und dann stöhnen alle und der Nachbar, der schimpft, dass da ein Asylbewerber neben ihm lebt. Und das ist ein Punkt, den müssen wir aufgreifen und das machen ja viele Menschen schon, aber es ist eben ein Punkt, bei dem man nicht so auf die Straße gehen kann. Es ist so, wenn ich also da jemanden helfe, kann ich ja nicht sagen, schau mal, was bin ich denn? Ja. Das ist es ja. Und so passieren viele Dinge im Stillen auch. Und das kann man ja dann auch weitertragen. Und ich habe auch schon in Schulen geredet, dass wenn jemand mal das Interesse hat, dann kann man da auch helfen. Und das andere wollte ich noch sagen, ich bin ja jetzt schon dann auch so alt, dass ich in dem Internet nicht mich so auskenne, aber ich bin Mitglied bei Campact und dann bei der Zivilklausel. Ich kriege immer von ganz Deutschland, wo jetzt wieder die Universitäten sich einsetzen für die Zivilklausel und damit bin ich eigentlich auch auf dem Laufenden. Und das machen ja viele Jugendliche. Das geht ja da so unter der Hand, also unsichtbar im Zimmer. Aber das ist nicht Stunden, was es bei mir nimmt. Aber ich meine, wir sollten nicht resignieren und einfach unsere guten Gedanken, die wir alle haben, weitertragen, dass wieder neue Hilfen gegen den Krieg, gegen die Waffen, wieder neue Impulse bekommen. Sehr schönes Schlusswort, auch gerade Ihr Hinweis auf die Jugendlichen. Ich möchte mich jetzt nicht mehr auslassen zum Altersschnitt und zur Genderverteilung hier heute Abend. Ich möchte nochmal mich bei Ihnen allen bedanken. Oder ist es Ihnen ganz wichtig, noch vielleicht ein Schlusswort zu sagen? Das war doch das beste Wort. Ja. Hört man mich? Ja. Dann ist es.
Also erstens, bevor ich mich bedanke, wollte ich noch auf ein paar Dinge hinweisen, die jetzt heute Abend ganz gezielt nochmal angesprochen worden sind. Erstens, da hinten liegt eine Unterschriftenliste, Lern für den Frieden, keine Rüstungsindustrie und kein Militär in Bildungseinrichtungen. Bitte füllt es aus, nehmt die Listen mit, es sind bislang 16.000 Unterschriften bundesweit zusammen. Das sind 60 Organisationen von GEW über Naturfreunde, IPP, NW, Hochschulgruppen, wie auch immer. Nutzt es, um genau das, was in Pforzheim passiert ist, über die Grünen, also um das weiterzutragen, was heute so gelaufen ist. Eine Konsequenz aus 100 Jahren Erster Weltkrieg heißt eigentlich, Frieden muss in der Schule beginnen und da darf kein Militär sein, genauso wie in den Hochschulen. So, das ist das eine, also nutzt die Liste. Das zweite, ich will nochmal darauf hinweisen, auf den Flyer Atomwaffenfrei jetzt, anders wie jetzt teilweise vielleicht vermutet hier, Atomwaffen sind eben noch nicht verboten, sondern sie werden modernisiert für viel, 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 viel Geld, auch die in Deutschland gelagerten. Nehmt die Flyer mit und engagiert euch, weil das ist so schlimm und die deutschen Banken organisieren das mit, indem sie sozusagen weltweit Geld zur Verfügung stellen. Nehmt auch da den Flyer mit, teilweise Lager aus. 100 Jahre Erster Weltkrieg, die Waffen nieder jetzt, im 125. Erscheinungsjahr von Bertha von Suttners Buch, die Waffen nieder jetzt, umso wichtiger, umso aktueller. Nehmt den Flyer mit hinten, weil es geht weiter. Wir werden auch in den nächsten Wochen, Monaten in Stuttgart hier weiterkämpfen, um genau das Thema in die Öffentlichkeit zu tragen. Morgen geht es weiter ab 10 Uhr auf der Straße, an der Königstraße, mit verschiedenen schönen kreativen Protestaktionen. Und ab 15 Uhr gibt es am Karlsplatz noch eine Kundgebung mit anschließender, glaube ich, Demonstration. So, das war das eine, was ich sagen wollte, um jetzt auch bei die Waffen nieder jetzt zu bleiben. Und Bertha von Suttners Buch, wir waren alle miteinander kreativ, in dem Moment Lupnay, die auch vorne ihr Foto macht. Wir haben euch allen ein kleines Gastgeschenk dafür, dass ihr da wart. Wir danken euch ganz herzlich, dass ihr da wart. Von Moderator angefangen, Eckart Blum, Susanne Grabenhorst, Jürgen Kressling, Jan van Aken, Detlef Bald. Ihr habt ein kleines Geschenk bekommen an der, als Erinnerung. Die Waffen nieder jetzt. Eine kleine, diese Woche selbstgenähte Tasche mit einem kleinen, netten Inhalt. Und zwar ist da drin ein Geldschein, der wird morgen zur Geltung kommen. Kriegsgewinner und Verlierer 1914, 1918, 100 Jahre Erster Weltkrieg, die Waffen nieder jetzt. Und ein schönes Postkartenset, was im Plakatwettbewerb sozusagen zur Geltung kam. Nehmt's mit und sozusagen verbreitet es. Dazu noch eine Kleinigkeit, aber guckt selber einfach rein. Zur Stärkung, zur kleinen Erbauung, etwas Süßes für euren Magen. Nehmt es mit. Und da drin, ich glaube nicht bei allem ist es gelungen, aber vielleicht doch, ein kleines Täschchen zum irgendwelchen Süßigkeiten reinzutun. Und mit einem kleinen Button noch, Eckart Blum, als erstes ganz herzlichen Dank für das Dasein von uns hier. Fairness und Frieden können wir uns selbst an und für mich auch somit mit textiert. Vielen Dank.